Hallo an absolut noch niemanden. Deswegen noch kurz im Standby und mal eben mit dem Smartphone die Qualität des Streams gecheckt. Ob das ja noch alles so schön aussieht, wie es sein soll. Ach, der liebe Gott. Der da. Mensch. Ah, danke, Korben. Vielen lieben Dank, Korben, für das Pussen, das Boosten, was man gerade jetzt im Stream nicht gesehen hat, weil ich auf einem anderen Monitor aktiv war. Sorry. Aber es scheint eigentlich ganz gut auszusehen. Ah, noch ein Push. Ich danke. Ja, das sieht gut aus. Ich denke, das sollte tontechnisch so passen. Ansonsten werden mich die Zuschauer... Hi, Dignity Inside. Ich grüße dich. Schönen guten Abend. Wir geben der ganzen Geschichte noch eine Minute Zeit, damit die wollen auch wirklich den Spielstart miterleben können. Und ansonsten, nach der Minute würde ich sagen, wen zu spät kommt und so weiter und so fort. Wir kennen alle die Floskel. Legen wir los, wenn es sein muss, nur zu zweit. Aber ich denke mal, Korben würde auch gleich einsteigen. Oder er ist nur so freundlich und teilt den Inhalt. Wir werden es herausfinden. Dignity, kennst du Jagged Alliance 2? Jemals gespielt? Irgendwie gesehen? Irgendwas in die Richtung? Oder ist das jetzt quasi wie das Internet für die Kanzlerin für dich absolutes Neuland? Wie schaut das aus? Vor vielen Jahren. Ja, willkommen im Club. Bei mir dürften es nicht ganz so viele sein, 3 oder 4. Ich habe irgendwann mal vor geraumer Zeit das irgendwie erstmal nicht durchgespielt. In meinen Kindheitsjahren mit 14, 15, 16 habe ich es leider nicht geschafft, habe ich irgendwann aufgegeben. Hat er das noch auf CD? Ja! Absolut! Also das, was man jetzt hier sieht, ja, ist die Steam-Version, aber ja, ich besitze auch den Doppeldatenträger auf CD von damals noch. Einen dicken Pappkarton gekauft, also nicht irgendwie die Billigversion, wie sie dann später kam, sondern wirklich noch mit Pappkarton und richtigen gedruckten Handbuchen. Der ganze Scheiß. Früher war alles besser, da haben wir es wieder. Richtig hochqualitativ, wie lieber Mist. Na gut. Also, Freunde der Sonne, fangen wir an. Jagged Alliance 2, der Klassiker von, ich glaube, 98 oder 99, da hätte ich mich besser vorbereiten können. Auf jeden Fall noch aus dem letzten Jahrtausend, ganz knapp. Ach ja, da steht's, 99. Und ja, schick gemacht, schön gemacht auf neuen modernen Systemen, dank Stracciatella Version 0.16.1, wobei... Also auch dann auch unter Linux in dem Fall, denn ich habe mir sagen lassen, eine HD oder eine Remastered-Version gibt es ja bereits von dem Spiel, die dann für neuere Systeme quasi flott gemacht wurde. Und ja, wir spielen jetzt den Stracciatella Teleport, der von der Community an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal richtig durchgebugfixt wurde. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Voller wird's nicht. Doch, da kam noch einer. Ich bleibe trotzdem dabei. Voller wird's nicht. Wir sagen, neues Spiel. Und, ich brauche eigentlich gar kein Intro geben, das mache ich nach dem eigentlichen Intro. Das Spiel war ähnlich wie Commandos. Exakt genau das. Ähnlich wie Commandos. Nicht ganz so. In Commandos hat man ja immer einzelne Level und wenn einer tot ist, ist einer tot. Das ist dann immer eher doof. Das ist hier auch der Fall, aber hier ist quasi das ganze Spiel ein Level und man bewegt sich von Sektor zu Sektor. Ach, schau's dir einfach an. Super. Also, neues Spiel. Wir legen den Grundstein eines
Livestream-Marathons oder einer neuen Livestream-Serie. Wir wählen, selbstbewusst wie wir sind, selbstverständlich die Profi-Einstellungen. Was soll schon schief gehen? Oh, Dignity, vielen lieben Dank für den Boost. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Mal gucken, ob noch mehr reingeschneit kommt. Das hilft mir dann noch immer sehr. Gerade jetzt, wo ich ja seit geraumer Zeit auf Twitter verzichte, da kamen immer ein paar Leute rein. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. In den sauren Apfel wollte ich beißen. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr über Teilungen auf Mastodon. Oder im Fediverse, sagt man ja. Also, Schwierigkeitsgrad Profi. Alter, heiser traue ich mich nicht. Ich will ja auch ein bisschen mit Erfolgserlebnissen arbeiten. Deswegen, aber Profi wird an der einen oder anderen Stelle auch schon ein bisschen kitzlig sein für mich, denke ich mal so. Ist ja bei mir auch schon ein bisschen länger her. Fernab davon, speichern jederzeit möglich, halte ich nicht für so interessant. Ich würde wahrhaftig dazu übergehen, dass wir sagen, Tod ist tot. Das heißt, es gibt von diesem Spielstand, von diesem Spiel, das wir jetzt spielen, toi toi toi, dass es niemals abstürzt, genau einen einzigen Speicherplatz oder einen einzigen Spielstand. Und quasi ständiges Autosave. Und wenn einer von unseren Leuten über den Haufen geschossen wird oder stirbt oder ich eine falsche Entscheidung treffe, dann ist das final. So, da wäre ich für. Einfach for the lulz für das interessante Spiel. Waffen bin ich immer der Typ für zusätzliche Waffen. Das macht es schwieriger, an Munition zu kommen. Aber dafür ist mehr Waffen. Das braucht man nicht erklären. Einfach mehr Waffen. Und ich bin leider Gottes, dass... Da kriege ich manchmal ein bisschen Veto, aber ich bin eher der realistischere Typ. Ich kann mit diesen Höhleninsekten und mit den riesigen Bloodcats, ich glaube, die werden auch über Sci-Fi gesteuert, kann ich persönlich nichts anfangen. Deswegen, wir bleiben bei realistisch. Menschliche Gegner und Sektor für Sektor erobern und ja, keine Sidequests im Sinne von bitte räume die Bedrohung aus den Minen heraus oder so. Das fand ich immer ein bisschen Panne. Gut, damit ist der Grundstein gelegt. Sie haben den Todes-Tod-Modus ausgewählt. Diese Einstellung macht das Spiel bedeutend schwieriger, da Sie nicht in der Lage sein werden, einen alten Spielstand zu laden, falls Ihnen ein Fehler unterläuft. Das Spiel speichert den aktuellen Stand beim Verlassen automatisch ab. Diese Einstellung wird den gesamten Spielverlauf verändern. Sind Sie sich sicher, verdammt, jetzt habe ich mich doch noch verhaspelt, dass Sie den Todes-Tod-Modus spielen wollen? Ja, bin ich. Hartnix, wunderschönen guten Abend. Du bist ja auch mit dabei. Freue mich. Hi. Wir machen gerade einen Einstieg. Du hast noch nichts verpasst. Sie haben sich für den fortgeschrittenen Modus entschieden. Dies ist die passende Einstellung für Spieler, die bereits Erfahrung mit Jagged Alliance oder ähnlichen Spielen. Oh, der hat nichts, boostet mich auch. Vielen lieben Dank. Ich hab's eben schon gesagt, seit ich kein Twitter mehr habe, bin ich über jeden Boost dankbar. Auch dir ein Dankeschön. Mal gucken, ob es heute Abend kuschelig voll wird. Ist die passende Einstellung für Spieler, die bereits Erfahrung mit Jagged Alliance oder ähnlichen Spielen haben. Ihre Wahl wird den Verlauf des ganzen Spiels beeinflussen. Treffen Sie also eine sorgfältige Wahl. Sind Sie sich sicher, dass Sie den fortgeschrittenen Modus spielen wollen? Eben schon gesagt, alter Hase, traue ich mir nicht zu, das stünde hier, deswegen Profi, sprich fortgeschritten, wir versuchen es mal. Da hat nichts, hostet mich jetzt. Dankeschön. Wir müssen uns nochmal bei Zeiten in einer ruhigen Minute darüber unterhalten, wie man diese lustigen Einblendungen macht bei Twitch oder so. Das ist ja dann doch manchmal ganz praktisch, gerade wenn so ein Host und sowas kommt. Sie werden nun zum Spielspeichermenü geleitet, wählen Sie dort einen Slot und einen Namen für Ihren Speicherstand. Dieser Slot wird für den Verlauf des Spiels genutzt und kann nicht geändert werden. Alles klar. Wir nehmen das allerletzte. Wie es jetzt gehört, das allerletzte. Obala. Twitch. Livestream. Bis zum Tode. Ja, machen wir mal ohne Sonderzeichen. Nicht, dass er mir hier rumgaloppiert. So. Da kann ich natürlich nicht geboostet und gehostet. Ich danke dir vielmals. Das ist immer schön. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist, wie es ist. Jetzt mache ich erstmal Intro. Also gerade gesehen, wie ein ziviles Dorf scheinbar dem Erdboden gleichgemacht wurde.
vom Militär. Aus Gründen, die wir jetzt noch nicht wissen. Aber gleich. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie den Auftrag angenommen haben. Sicherlich haben Ihre Erkundungen gezeigt, dass ich, Enrico Schivaldori, die Wahrheit spreche. In den vergangenen 10 Jahren, seitdem Sie meinen Vater umgebracht und mir die Schuld in die Schuhe geschoben haben, hat meine Frau großes Leid über mein Volk gebracht. Ungehorsam wird in Arulco schnell und hart bestraft. Diejenigen, die für Sie vielleicht von Wert sind, werden geschlagen und gefoltert, bis Sie sich anders besinnen. Meine Frau hat sich die Devise des Völkermordes zu eigen gemacht. Alte, kranke, sogar behinderte Babys werden unauffällig ausgemerzt. Jetzt ist die Zeit, sie zu eliminieren. Ich habe das Geld bei mir, das sie haben wollten. Es ist alles, was ich habe. Aber Arulco ist voll von Gold und Silber. Und vielleicht können sie die Minenarbeiter davon überzeugen, uns zu helfen. Es gibt da auch eine kleine, aber entschlossene Truppe von Rebellen. Sie werden angeführt von einem Mann namens Miguel Gordona. Als ich noch in diesem Land regierte, war er mein bitterer Feind. In einer einzigen Nacht hat er sich erwiesen als mein bester Freund. Wenn Sie Miguel finden, geben Sie ihm bitte diesen Brief. Ich glaube, er wird Sie akzeptieren und ein unersetzlicher Verbündeter sein. Ich wünsche Ihnen Glück, mein Freund. Da ist er. Da ist er. 2 Megabyte Speicher, das Ding. Geil. Unser Laptop, da ist es. Ja, die Sprachausgabe. Ja, es ist halt 1999. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Und ich sag mal so, die Budgets von Firmen, die Spiele nach Deutschland portiert haben und halt auch alles übersetzt haben, klar, so ein Text, den schreibst halt einfach 1:1 um oder interpretierst ein bisschen um. Aber kriegt man einen guten Synchronsprecher. Deswegen, wenn man genau darauf achtet, merkt man auch, dass viele Söldner die gleichen Synchronsprecher haben. In verschiedenen Stimmphasen, sag ich mal. Ist halt einfach so, lässt sich nicht ändern. Aber das Spiel an sich, einfach, auch in der deutschen Version, super Flair. So, Ihr Laptop heißt Sie willkommen. Seid mir nicht böse, ich kenne das Spiel. Ich werde jetzt, also, ne, hier würde man jetzt ein kurzes Intro kriegen. Quasi so der erste Start von Windows, nur dass das Ding hier SirTech heißt oder SirOS oder wie auch immer. Und eigentlich brauche ich die Hilfe nicht mehr, deswegen deaktiviere ich die jetzt. Das ist auch fürs Spielprinzip nicht so sinnvoll oder hilfreich. Sie haben neue E-Mails. Surfair. Mit Surfair 4.0 verbunden. SirOS. Ich habe neue E-Mails. Schauen wir mal rein, was wir hier so haben. Enrico. Sie kennen mich nicht, aber man hat mir gesagt, Sie wären in der Lage, mir zu helfen. Ich wünschte es nicht. Einzelheiten über mein Anliegen in der elektronischen Post zu erörtern und frage Sie, ob Sie sich mit mir treffen könnten, sobald es Ihnen möglich wäre. Hochachtungsvoll, Enrico Schivadori. So, brauchen wir nicht löschen. Wie im realen Leben, Mails werden nicht gelöscht. Folgenachricht. Bezug nehmen auf unser Gespräch von gestern Abend teile ich Ihnen mit, dass ich Ihre... Das mit SZ. Geil. Damals. Dass ich Ihre Bedingungen akzeptabel finde. Ich werde einige Tage benötigen, das Geld zusammenzubringen. Inzwischen hoffe ich, dass Sie über mein Anliegen nachdenken und dass wir das Geschäft in Kürze abschließen können. Hochachtungsvoll. Der Riss. Bitte nehmen Sie die Anlage zu dieser Nachricht, die von Ihnen angeforderten Hintergrundinformationen über Arulco. Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Dienste in Anspruch genommen haben. Riss. Anlage im File-Viewer. Gut, machen wir gleich. Und noch eine Bestätigung von Enrico. Ich werde Ihnen zur Verfügung stehen und mit Ihnen zusammentreffen an Petrinska Kavana in Prag, zu dem von Ihnen genannten Zeitpunkt und Datum. Ich werde die erforderlichen Mittel mitbringen. Danke. Hochachtungsvoll. Und jetzt noch eine neue von PsychPro Inclusive, wo wir wissen, was Sie denken. Und man denkt sich, was? 1990 und schon Spam? Aber sicher das. Erkennen Sie Ihren Charakter? Sind Sie in der Lage, sich selbst gefällig zu werden? Wie können Sie Ihre Talente am besten einsetzen? Finden Sie heraus, wer Sie wirklich sind bei BSE. Bundesinstitut für Söldner-Evaluierung. Ja, noch ein bisschen Spam, bla blub. Aber das Wichtigste ist, mein geheimer Code lautet XEP624. So, kostet auch fast nix. 3000 Tacken. Also, vordergründig eine Psychoanalyse, die jetzt von mir erstellt wird. Hintergründig, und das
war grandios an diesem Spiel, ist immer noch grandios, erstellen wir mit einem Test auf dieser BSE-Seite unseren eigenen Söldner für den kompletten Durchlauf des Spiels. Den restlichen Haufen castet man sich zusammen, aber man ist quasi mit den Antworten, die man gibt, selber im Spiel so ein bisschen. So wie es halt damals zu der Zeit möglich war. Da gehen wir jetzt auch direkt mal hin. XEP 624 zu BSE. Download läuft. Der Code ist XEP 624. Chuck Bronson. Ich bin kein Söldner, aber ich spiele an dem Fernseher. Die professionelle Service von BSE war genau das, was ich brauchte. Charles Bronson. Sehr gut. Ah, ein guter Service. Doch unser letzter Lauschangriff hat Verdachtsmomente ergeben, sodass wir gezwungen sind, sie sind zu ermitteln. Der ist im Ministerium. So. Wir bei uns, das schenken wir uns. Und jetzt suchen wir mal Enter. Und der Code war richtig. Also, wir beginnen. Personen-Evaluierungssystem mit Treffergarantie. Pest. Unser patentiertes 4-Punkte-Programm zerlegt jede Person in ihre Hauptbestandteile. Und das ganz ohne Machete. De Lulz. So, persönliche Daten. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, so wie bei Amazon, Facebook und eBay. Und Google natürlich. Also, wie heißen wir denn? Ja, genau dieses BSE. Sehr gut, Nicky. Wie heißen wir denn? Ron Swanson passt hier nicht rein. Wie wär's denn mit Richard Rambonen? Hat jemand aus dem Chat einen kreativeren Vorschlag? Ansonsten nehme ich diesen. Der Spitzname, und das ist das, was im Spiel angezeigt wird, ist dann nicht böse sein. Zu dem G, zu dem L, zu dem D, zu dem R, zu dem I, zu dem A, zu dem N. Ah, maximal acht Buchstaben. Ich glaube, das hat geklappt, und zwar gerade so. Sehr gut. Und ich bin ein Männchen. Persönlichkeit. Und jetzt wird's richtig gut. Wie es für Zuschauer ist, weiß ich nicht, aber für mich ist das so einer der Höhepunkte im Spiel, und ich bin unglaublich traurig, dass das nur ein einziges Mal geht. Bei uns müssen Sie sich nicht mit Tintenklecksen herumquälen. Mit unseren wissenschaftlichen Methoden bringen wir Ihre verborgensten Talente ans Licht. Auch wenn es schwerfällt, seien Sie einmal ehrlich. Wählen Sie Antworten, die Ihren Gedanken, Eigenschaften und Wünschen am ehesten entsprechen. Und glauben Sie uns, wir hatten schon Schlimmere als Sie. Als Kind war folgende Person Ihr Vorbild: Bruce Lee, Clint Eastwood, Rocky, David Copperfield, Franz Beckenbauer oder der Bundeskanzler. Der Bundeskanzlerin, wenn ich bitten darf. Die ist ja schon ewig im Amt. So, da ich die Hoffnung habe, dass mein Charakter ein guter Schütze wird, war das selbstverständlich Clint Eastwood. Denn so muss man denken. Also hier wird quasi ein Charakter zusammengebastelt aus den Antworten, die man gibt. Und da ich möchte, dass es ein guter Schütze wird, nehmen wir Clint Eastwood. Ja, die Antwort passt. Sie stehen in der Schlange vor einem Zirkus und sehen einen Punker, der mit Pfeilen auf Luftballons wirft. Er wirft dreimal daneben und zahlt noch einmal. Er hat es offenbar auf den wertvollen Hauptpreis abgesehen. Ein goldener Nasenring für seine Freundin. Sie beobachten das ganze 20 Minuten und werden immer ungeduldiger, weil sie ein guter Dartwerfer sind. Geben Sie ihm spontan das Nachhilfe und zeigen ihm, wie man den Pfeil richtig wirft. Bin ich ein guter Lehrer? Werfen Sie unbemerkt Pfeile über seine Schulter, sodass er den Preis gewinnt. Bin ich Hidden Tactics mäßig, also kann ich Dinge tun, ohne dass man es merkt. Schnappen Sie sich seinen kettenbehangenen Hals und rammen seinen brettharten lila Haarspikes in den riesigen Luftballons, die er anscheinend anders nicht treffen kann. Oder bin ich eher unbeherrscht? Fragen Sie den zweiten Budenbesitzer freundlich, ob er sich vielleicht einen Moment von seinem Sixpack trennen könnte, damit Sie auch mal spielen können. Oder bin ich, diktatorisch? Nein, das andere. Diplomatisch. Ich würde zu Diplomatie tendieren. In dem Fall. Oder zum Lehrer. Oder zum Hidden. Ach komm, wir nehmen Hidden. Ich nehme Hidden. Mit Erstaunen beobachten Sie, wie jemand 1 Million in einem Schließfach am Bahnhof deponiert. Als er mit dem Schlüssel weggeht, sind Sie in einem Dilemma. Sie warten, bis die Luft rein ist und öffnen das Fach und nehmen das Geld. Hidden. Sorgen selbst dafür, dass die Luft rein ist. Was soll's? Es geht um 1 Million. Sie schießen das Schloss auf, verlassen ganz cool den Bahnhof und lassen dann mal so richtig die Sau raus. Leicht durchgepeitscht. Folgen ihm, lauern ihm auf und schnappen sich den Schlüssel und alles, was er sonst noch so bei sich hat. Zum Beispiel die Schlüssel zu anderen Schließfächern. Das kann ich nicht ganz einschätzen. Vermuten, dass es etwas Illegales im Gange ist und rufen die Polizei und hoffen auf eine kleine Belohnung. Das nehmen wir auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, wir warten, bis die Luft rein ist und nehmen das Geld.
Ganz subtil, ganz grundlegend. Stellen Sie sich vor, Sie würden in Tennessee leben und hätten einen Pickup. Was würden Sie hinter der Heckscheibe haben? Ein paar halbautomatische Jagdgewehre gegen diese echt aggressiven Rehe. Ein Peace-Zeichen, die Südstaatenflagge, das Bild einer nackten Frau, passend zudem auf der Motorhaube, eine Comicfigur mit zwei alten Pistolen und den Worten Hau ab in blutroter Schrift darunter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist ja die am wenigsten beschissenste Antwort, wenn man mal ganz ehrlich ist. Oder höchstens die nackte Frau. Oh, ich hab voll Bock auf die nackte Frau. Ja, nackte Frauen. Oder doch das? Oder doch das? Ich nehme die Jagdgewehre. Die Maus mit dem Elefanten sollte man nutzen, um Kindern Werte, Bildung und Sachwissen zu vermitteln. Am nächsten Baum aufhängen, am nächsten Baum aufhängen und erschießen, am nächsten Baum aufhängen, erschießen, vierteilen und überfahren! Natürlich. Sie sind allein zu Hause und schlafen bereits, als sie plötzlich unten ein Geräusch hören. Jemand bricht in ihr Haus ein. In der verbleibenden Sekunde zwischen Aufwachen und Herzanfall greifen sie nach dem Telefon und rufen die Polizei. Was machen sie dann? Sie schreien sich die Lunge aus dem Hals, bis ihre Stimmbänder reißen. Sie greifen nach einem Messer, hasten nach unten und stellen den Einbrecher. Sie bleiben am Telefon und verstecken sich unter dem Bett. Nachdem sie festgestellt haben, dass sie in der Falle sitzen, bleibt ihnen nur noch der Sprung aus dem Fenster im zweiten Stock. Sie schnappen sich ihr Gewehr, ballern durch den Fußboden nach unten und brüllen: Yeah, wie gefällt dir das, Bursche? Gute Frage. Ich weiß, dass es die Bundeskanzlerin damals noch nicht gab, aber gefühlt ist sie schon seit Ewigkeiten da. Sag nicht, das würde nicht stimmen. Ich würde sagen, das. Ja. Das ist, glaube ich, Akrobatik oder so. Nein, wir stellen den Einbrecher. Wobei das auch ziemlich geil ist. Sie sehen, wie ein Army Store geplündert wird. Sie werfen alle Moralvorstellungen über Bord, denken, es ist ihr Glückstag und machen mit. Es sind aber nur noch vier Sachen da. Sie greifen zu und rennen weg. Was haben sie mitgenommen? Einen nagelneuen Computer, aber natürlich fehlen die nötigen Handbücher. Computer-Ass. Ein Satz Outdoor-Messer mit dem speziellen Schnitz- und Schlitzklingenset, gut im Umgang mit Messern. Ein Nachtsichtgerät mit dem dazugehörigen illustrierten Handbuch, das Tageslicht, die unnötige Gefahr, gut, also nachtsichtig. Bob, den Nachtwächter, mit ziemlich viel Klebeband umwickelt, sonst aber okay. Wir nehmen das Nachtsichtgerät, weil das echt praktisch ist. Der Korben, ich grüße dich, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. 99 war doch schon Schröder? Oder war es echt noch Kohl? Ich weiß es nicht. Da war schon Schröder. Oder? Schröder war 8 Jahre im Amt. Wir haben 18. Ein Nachtsichtgerät. So, das nehmen wir. Sie bewerben sich bei einem Metzger. In dem verzweifelten Versuch, die anderen Bewerber auszustechen, demonstrieren sie ihr Geschick im gleichzeitigen Gebrauch zweier Klingen. Nehmen sie es mit der Wahrheit nicht so genau und geben etwas von ihrem Job als Vorarbeiter im Schlachthof zum Besten. Dieser steht nicht in den gelben Seiten. Erscheinen sie gut gekleidet und in der Überzeugung, der richtige Kandidat zu sein, üben sie schon einmal die wichtigsten Schnitte an den Haustieren ihres Nachbarn. Ich nehme es mit der Wahrheit nicht so genau. Ihre Frau sollte schon seit 3 Stunden zurück sein und hat sich noch nicht gemeldet. Sie merken es gar nicht, sagen ihrer Süßen, sie kann heute länger bleiben, vermuten, dass sie einen anderen, wahrscheinlich einen strammen 18-jährigen Burschen hat. Ah, sie hat einen anderen, ja. Laufen Trampelfahre in ihrem Wohnzimmerteppich. Nein, wir sind natürlich ganz entspannt. Uns würde doch niemals jemand hintergehen. Und wenn, dann auch nur einmal. Sie wohnen neben einem Verbindungshaus. Nach zig wilden, lauten Partys stellen sie fest, dass sie dafür langsam wirklich zu alt sind. Zweifeln sie allmählich daran, dass ihre Frau da drüben wirklich nur eine Tupperparty gibt? Bestechen sie den Klempner, damit er die Abwasserleitung mit der Zapfanlage verbindet und gut sichtbar einige Guinness-Schilder anbringt? Tun sie gar nichts, weil sie Angst haben, dass die Studenten Gott weiß, was mit ihrem Auto anstellen, wenn sie die Polizei rufen. Wir nehmen natürlich den Klempner, weil das einfach episch ist und die Vorstellung, ich damals wie heute total geil finde, dass die plötzlich Kacke trinken. So oder so ähnlich. So, die Antwort passt. Wir sind schon, keine Sorge, wir haben es bald. Sind wir schon bei 11 von 16. Vorbereitungszeit gehört hier leider dazu. Denn diese Möglichkeiten habe ich nie wieder im späteren Late Game. Sie fahren in ihrem neuen Sportwagen auf der Landstraße. Vor sich
Oh, das ist eine der besten Fragen. Vor sich einen unverbesserlichen Sonntagsfahrer, der ungefähr minus 5 km/h fährt. Leider können Sie wegen Gegenverkehrs nicht überholen. Sie stellen sich vor, dass Sie eher wie Raketenwerfer drücken, Sie Kurse in richtig Fahren auf der Autobahn geben könnten, Sie den Vordermann wesentlich schneller durch den Verkehr schieben könnten, jeder Fluch, den Sie ausstoßen, laut aus einer Stereoanlage in einem anderen Auto zu hören sein müsste und mein Favorit, der kosmische Todesstrahl, den Mann von der Straße fegt, wo dieser dann von Michael Schumacher geohrfeigt wird. Natürlich. Ach, schön. Ich habe dieses Spiel wirklich vermisst, merke ich gerade. Eigentlich verabscheuen sie ja Gewalt. Aber für den folgenden Kampf würden sie schon 10.000 Euro locker machen. Jackie Chan gegen Van Damme. Krokodil Dundee gegen Tarzan, Barbie gegen Godzilla, Waffenlobby gegen Friedensaktivisten, Mike Tyson gegen den unglaublichen Hulk, Bill Gates gegen Robocop, Trapattoni gegen die Strunz. Ein Deutscher, das ist ein Insider, wer weiß, was da im Englischen steht. Und nein, wirklich, ich verabscheue Gewalt. Ich nehme an Nahkampf, ich nehme an Überlebenskämpfer, ich nehme an Wahnsinnig, ich nehme an Wahnsinnig, ich... Ich nehme an Computermensch. Ich nehme an, ich weiß es nicht. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wäre versucht, immer die Klugscheiße-Antworten zu geben, nur um zu sehen, was am Ende rauskommt. Das ist es ja eben. Ich habe es eben erwähnt. Wir haben Tod ist Tod gewählt. Was ich jetzt eintrage, ich kann nicht nochmal laden. Also ich müsste das ganze Spiel von vorne anfangen. Da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Was ich jetzt eingebe, ist fest. Ich kann nicht sagen, ach komm, ich lade nochmal. Das funktioniert nicht. Wer stirbt? Jede Entscheidung, jeder Tod ist final in diesem Durchgang. Es kann dementsprechend auch sein, dass wir das Spiel gar nicht durchspielen, weil plötzlich alle meine Leute tot sind und ich kein Geld mehr habe, dann ist das Spiel vorbei. Also man kann auch verlieren. Ich weiß es nicht. Ich nehme die Waffenlobby gegen die Friedensaktivisten, weil das einfach total geil wäre. Rand 1.8. Das habe ich nicht verstanden. Real Life Baby. Ich weiß es nicht. Ich nehme die Waffenlobby. Nein, ich nehme Bill Gates. Bill Gates. Das klingt wie ein Rapper. Bill Gates mit seinen Titan Flows. Achso, Randomizer. Gott, kannst du mir. Ich weiß, wie lange das her ist bei mir. So, jeden Sommer denken sie das. Und das ist mehr, als sie zur anderen Jahreszeit denken. Ihre Kinder sie jeden Moment vollends in den Wahnsinn treiben werden. Der Modetrend weniger ist mehr, doch eine feine Sache ist, es viel zu heiß ist. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Ja, wo du Randomizer geschrieben hast, war es mir dann auch irgendwann klar, dass du das meinst. Sie schrecken vor nichts zurück, außer in einem kleinen Flugzeug, das seit 2 Stunden Warteschleife fliegt, am Fenster zu sitzen. Da kann der Captain noch so oft betonen, dass noch genug Treibstoff da und das Wetter gut ist. Zuzugeben, dass sie einmal nur ein einziges Mal auf eine Comicfigur scharf waren, eine Woche zu Fuß durch die Wüste zu laufen, auch dann nicht, wenn am Ende ihre Traumfrau auf sie wartet. Das war damals noch zu einer Zeit, wo man davon ausgegangen ist, der durchschnittliche Spieler ist männlich, Punkt. Alter, Beschaffenheit, berufliches Bild dahinter, völlig egal, es ist Mann, Punkt, aus, Ende. Es gibt keine Frauen. Eine von Verona Feldbusch zubereitete Tütensuppe zu essen. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme die Comicfigur. Aus nicht sehr realitätsnahen Gründen. Wenn Sie Fußballprofi wären, wären Sie dafür bekannt, präzise Pässe zu spielen, schöne Tore zu schießen, einen gewaltigen Schuss zu haben, ständig mehr Geld zu verlangen. Ich meine, wer kann heutzutage schon mit nur ein paar Millionen pro Jahr zurechtkommen? Ja, das war 99. Ja, 20 Jahre später... Nein, ich schaue mir jetzt nicht die Personalgehaltsliste der Fußballspieler an. Das will ich nicht, da weine ich. Ich kann natürlich schöne Tore schießen. In der Hoffnung, dass ich ein guter Schütze bin. Sie befinden sich an Bord eines Linienflugs, der an einem abgelegenen Berggebiet abstürzt. Die Hälfte der Passagiere überlebt, ich sage nur Anden, glücklicherweise auch sie selbst. Als große Persönlichkeit, trommeln sie alle Überlebenden zusammen und verkünden, dass sie ein Team anführen werden, das sich durch die Berge kämpfen und Hilfe holen wird. Machen sie besonders um das leibliche Wohl Sorgen. Deshalb erklären sie sich zum Chefkoch und schicken ein Team los, das herausfinden soll, ob die kräftig untersetzte Dame aus der ersten Klasse noch unter den Lebenden weilt.
trommeln sie alle Überlebenden um das Wrack zusammen, zünden das restliche Kerosin an. Während das Feuer an Intensität gewinnt, schreien sie immer wieder: Warum sollen wir das Ganze unnötig in die Länge ziehen? Machen sie sich auf der Suche nach dem Getränkwagen mit Bier und Whisky. Sie organisieren ein letztes großes Besäufnis, bevor jeder einzelne von ihnen den Erfrierungstod stirbt. Sehr erwachsen. Wir holen natürlich, also hallo. Natürlich. So. Fertig. Haben Sie alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet? Ich denke, ja. Und Gamer wussten damals auch nicht, was eine Frau ist. I see what you did there. Damals waren wir noch nicht mal in der EU. Was ist eine EU? Sind Sie sehr selbstsicher? Sie sind sehr selbstsicher. Glückwunsch, versteht ihr übrigens immer. So, Eigenschaften. Es geht nämlich noch weiter. Sorry. Durchschnittliche Söldner haben in allen Eigenschaften und Fähigkeiten 55 Punkte. 100 Punkte sind Spitze. Das Minimum für Eigenschaften ist 35. Haben Sie weniger Punkte, dann können Sie auch die einfachsten Dinge nicht schaffen, wie zum Beispiel auf diese Webseite zu gehen. Fähigkeiten hingegen werden nach dem Motto alles oder nichts bewertet. Entweder hat man Talent oder nicht. Im Söldnergeschäft kann man nicht nur ein bisschen talentiert sein. Ich nehme den Motor auseinander, aber wie man ihn zusammensetzt, weiß ich nicht. Das ist das beste Beispiel. Ich kann alles auseinandernehmen. Ich krieg's noch nicht wieder zusammen. Verraten Sie uns, was Sie besonders gut können und worin Sie nicht gut sind. Welche Fähigkeiten haben Sie? Und jetzt wird's interessant. Geben Sie Ihre körperlichen Fähigkeiten im Vergleich mit den durchschnittlichen Söldner an. Mehr als 85 geht nicht und hey Herkules, sei mal ehrlich zu dir. So, Gesundheit. Ist schon relativ gut, weil je mehr Gesundheit man hat, desto weniger häufig stirbt man. Also man stirbt genau einmal. Geschicklichkeit überlege ich mir noch. Beweglichkeit ist schön für die AP. Na komm. Oh, verdammt. Jetzt wird's schon eng. Also, es tut mir leid, ich bin leider gar kein Arzt. Gerade so am Minimum. Technik überlege ich mir noch. Sprengstoffe kann ich auch nicht so wirklich. Führungsqualitäten kann man auch ausbauen bei mir. Weisheit. Nein. Ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht so geil. Kraft. Mäh. Wichtig ist, ich will halt ballern können. Und den Rest... So. Das heißt hier tragen und so. Ja, so machen wir das, oder? So ist gut. Gesundheit, Beweglichkeit 72, Treffsicherheit 85. Ach komm. Heute mal alles für 10. Achso, die Technik wollte ich ja jedenfalls so anpassen. Der Korben, was schreibt er denn? Damals waren wir Gamer noch, nicht mal geschlechtsreif. Da mussten wir noch nichts von einem anderen Geschlecht wissen. Das ist ein sehr guter Punkt, das ist gar nicht mal so falsch. Zumindest was mich angeht. Komm, ja, gehen wir mal technisch auch noch runter auf 45, da haben wir noch 10 Pünktchen frei. So. Ach, verdammt, ich hasse das. Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Okay, jetzt reicht's. Passt schon. Geben Sie Ihren Angaben das Bild wieder, das Sie von sich selbst haben? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Porträt. Wie sehen wir aus? So sieht's schon mal nicht aus. Ich bin auch kein Farmer aus Alabama. Das da hinten ist ja wohl eindeutig eine Scheune und der Typ trägt einen Tarnfleck. Ich bin auch kein Knasti, wobei ich den früher oft genommen habe. Und ich bin eigentlich auch kein Asiate. Und ich bin Frauen zugetan. Ohne jetzt homophob klingen zu wollen, aber der sieht schon für die 90er ein bisschen sehr... hier Dawson's Creek mäßig aus. Ist Medizin nicht zu wenig? Nein, wir haben einen richtigen Arzt dabei, Dignity. Ich weiß deine Sorge zu schätzen, aber ich nehme jemand anderen mit, der die Leute wieder zusammenflickt. Das mache ich nicht persönlich. Oh, der sieht aus wie so ein Alabama Man aus. Alabama Man! Die sehen alle so ungewaschen. Oh, der ist ja böse. Oh, das ist doch der Typ, das ist doch Gruber von... Oh mein Gott, ich habe gerade voll den Mega-Ausschlag gehabt. Moment. Übersteuere ich manchmal? Nö, ne? War gerade rot. War komisch. Okay. Nehmen wir Gruber von Top Speed? Nein. Wie heißt der denn? Top Gun? Nein. Stirb langsam, Die Hard? Wir nehmen Gruber. Gruben.
Mein Name ist Gruber und ich grube. Für die ist die Eieruhr abgelaufen. Ah ja, jetzt müssen wir noch ein stimmendes Sample wählen. Die abgelaufene Eieruhr. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ein paar Unannehmlichkeiten, oder? Zeit, den Müll rauszubringen. Zeit, den Müll rauszubringen. Für die ist die Eieruhr wir abgelaufen. Nehmen die Unannehmlichkeiten. Irgendwelche Gegenstimmen? Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Zeit, den Müll rauszubringen. Hier oder nehmen wir den Müll. Für die ist die Eieruhr abgelaufen. Oder doch die Eieruhr? Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Der klingt wie mein Azubi, in Stimme 2. Der spricht auch so. So, ich zähle runter, auch wenn ihr einen leichten Versatz habt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, Nummer 5, falls noch ein Veto kommt bei der Stimme, aber das sieht nicht danach aus. 3 klingt wie die Orks bei Warcraft 2. Ja, war das jetzt ein Ausspruch dafür oder was? Oder nur eine Feststellung? Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Okay, wir sagen fertig. Schon während Sie dies hier lesen, werden Ihre Antworten von unserem Expertenteam für Söldner-Evaluierung analysiert. Die Mail mit den Ergebnissen bekommen Sie in 48 bis 72 Stunden. Genehmigen Sie die Zahlung von $3000 und hier kommen wir zu dem Spam-Teil der Mail. Natürlich. Take my money and run. So, und das war's. Fertig. Und wenn wir jetzt versuchen würden, hier nochmal reinzukommen, ist bereits durchgeführt. Und da kann man auch nicht irgendwie, das ist, ja. Es gibt nur einen Code, soweit ich weiß, im Spiel. Gut. Also, da ist er. Das sind wir. Fähigkeiten, Nachteinsatz und automatische Waffen. Okay. Kann ich mitleben. Also ich kann Schnellfeuergewehre gut bedienen und ich kann nachts gut rumfuchteln. Völlig in Ordnung. Das ist also wirklich aufgrund der beantworteten Fragen, wird das irgendwie zusammengewürfelt. Wie genau? Keine Ahnung. Also, aber jetzt müssen wir etwas anderes tun. Wir müssen uns zu AIM bewegen, zu der Association of International Mercenaries. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Unterstützung für uns selbst. Die Regeln, die Geschichte und die Links erspare ich euch. Wobei die Links, die holen wir uns schon mal in unsere Quick Dings. Sorry, das mache ich gerade mal. Also hier über in die Favoriten quasi. Genau. Den Bestattungsunternehmen. Wer weiß, für was es noch gut ist. Nein, nicht die Regeln. Ablehnen. Links. Und Hammer, Armboss und Steilbügel, Versicherungsmakler. Vielen lieben Dank. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen. Die Mitglieder. Wir sortieren nach Preis. Und ich nehme den Söldner Kurzindex. Und die Veteranengalerie ist insofern jetzt noch nicht interessant, beziehungsweise sie ist eigentlich gar nicht interessant. Gab es denn zu diesem Spiel ein Handbuch? Kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, natürlich! Ein dickes, also ein wirklich, ich meine, da gab es auch mal dickere, aber schon bunt gedruckt und in A3-Format und lag der ganzen Geschichte bei. Das war echt cool. Wir schauen jetzt den Söldner Kurzindex an. So, das sind die von AIM angebotenen Söldner. Ganz oben der teuerste, ganz unten links der günstigste. Oder was? Banz? Ne, ich glaube, es geht so nach oben. So, der gute Bull. Der ist bei mir eigentlich immer dabei. Authentische Nachbildung des Internets um 95. Ja, komm, ich weiß. Und ich wünschte, es wäre immer noch so. Vor allem, ich finde, ganz kurz, ich finde ja dieses Download, was immer in der Mitte kurz erscheint, das finde ich total gut. Das würde mich, glaube ich, wahnsinnig machen, wenn das im echten Leben so wäre. Immer so ein Ladebalken ins Gesicht geknallt. So, wir nehmen auf jeden Fall als guter UdSSR-Hobbybürger den Igor mit an Stissel, würde ich jetzt sagen. Und den MD, denn das ist mein Arzt. Dr. Michael Dawson. Der aussieht, als wäre auch von Dawson's Creek. Den kontakten wir. Er hat eine Ausrüstung, die zum Heulen ist. Aber das ist am Anfang gar nicht so schlimm. Shadow sieht cool aus. Da hast du recht. Der ist aber auch gut teuer. Wir schauen uns den gleich mal an. Aber erstmal kaufen wir den lieben Doktor. Denn der ist sowohl ein bisschen skillig, als auch medizinisch sehr versiert. Sonst, naja, solide 66. Das sind immerhin 2/3. Dr. Michael Dawson? Ja. Hallo, Herr Dawson. Würden Sie gerne für mich arbeiten? Wie lange soll der Vertrag laufen? Also, Herr Dawson, ich würde sagen, erstmal eine Woche. Und dann gucken wir, wie wir uns verstehen, ja? Ich meine, vielleicht sind Sie auch ein Arsch. Alles klar. Ich stehe schon in den Startlöchern. Top. Ich freue mich. Tschüss.
MD kommt am 1. um ca. 7 Uhr am Zielort an. Sektor A9 in Omerta. So. Ich möchte gerne wieder die ganze Übersicht. Oh. So, der Shadow. Du siehst, der ist ganz oben, das heißt, der ist auch richtig teuer. Am Anfang würde gehen, aber dann müsste ich jetzt, halt einen Hahn zudrehen. 20.000 allein für eine Woche, wir haben nur 27.000. Und für einen Tag lohnt halt nicht. Dann fliegt der halt nach einem Tag wieder weg. Ne? Also, sorry. Das würde nicht gehen. Aber wir hören uns mal kurz an, wie cool Shadow ist. Nochmal. So, lassen wir das. Mitglieder, Kurzindex. Wen haben wir noch? Ich würde gerne irgendjemanden nehmen, den ich noch nie hatte. Gut, damit fällt MD schon mal aus. Den hatte ich eigentlich schon. Nee, musst du nicht nehmen. Ja, wie gesagt, ich hätte es auch nicht gemacht, weil ich will es ja auch irgendwie schaffen. Dr. Q wäre noch ganz lustig, aber ich glaube, die beiden mögen sich nicht. Hitman. Ich meine, der Name sagt schon alles. Wir holen Hitman an Bord, oder? Oder Boons? Wie sieht's denn aus? Kann Igor ein bisschen schießen? 77, okay. Den hatten wir schon. Gebari Unger. Trevor ist nicht von GTA 5. Nein. Wollen wir Trevor nehmen? Kann ich nicht dieses Fenster wieder schließen? So bescheuert. Ah, links klicken. Wo ist denn Trevor? Static. Oh, der ist auch ganz weit oben. 18.000. Oh. Und es ist nicht der von GTA 5. Nein, er sieht deutlich anders aus. Er hat eine Schrotflinte, natürlich. Nee, ich glaube, das wird nichts. Also wir müssen uns hier an einem unteren Bereich orientieren. Ich bin dafür. Wer ist Danny? Dr. Daniel Quinton. Einen Arzt haben wir leider schon. Fidel. Thor. Thor kann ein bisschen schießen und hat bringt eine Desert Eagle mit und einen Schalldämpfer. Und ist arschgesund. Das war auch eher ein Mediziner. Fox oder Boons mit einem Zwinker-Smiley. Ja, deine Art zu denken gefällt mir. Okay. Wir gucken uns mal Foxy an. Und Fox ist genau das, wie sie aussieht. Frauen am Schiff. Geschicklichkeit 100%. Fox, die Fixin, hör zu. 4.000 pro Woche, das ist halt echt nicht viel. Na komm, Dignity, weil du's bist. Lass dich von meinem Aussehen nicht täuschen. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Und außerdem auch noch um andere. Und das sehr gut. Nein, wir gehören nochmal bei Bunz rein. Bunzi! Sondergaard. Okay, den nehmen wir allein schon wegen dem Akzent. Bis dabei. Gut. Ja, sehen wir dann. So, okay. 2. Ich würde sagen, wir gehen auf 4 oder 5. Oh, Hitman. Der kann ballern. Wir nehmen den Hitman. Hitman. Kontakt. Hallo, Ace. Sprechen mit Hitman Hennessy, freischaffender Söldner. Ja, gut. Colt mit Schutzweste, Stahlhelm, ja. Glaub nicht alles, was in der Zeitung steht, Ace. Hab mich nie besser gefühlt. Igor hast du schon, oder? Ich glaube nicht. Aber dann nehme ich den noch dabei und dann sind wir hier fit. Muss ich einen großen Koffer mitnehmen? So. Igor! Nummer 4, Igor, mein Freund. Wie geht's? Kontakt. Hier spricht Dolvich Igor. Dolvich Igor. Erzähl mal was zu dir. Komm. Red. Sie kennen meine Onkel. Große Dolvich Ivan. Nun, bin ich sein Neffe. Na gut, okay. Das hat mich überzeugt. Na, mit dem, das wird ja die Kommunikation super. Sehr gut. Also, Akzent ist cool bei Igor. Dolvich, das ist der Verwandte von Ihmchen hier. Yeah! Den gab's schon im ersten Teil.
Einen der wenigen. Und aber auch im Moment noch unbezahlbar. Das kommt später. Aber wir hören mal kurz rein. Ivan Dolvic? Lange? Wie lange? Tut mir leid, Igor. So, aber hier, 1999 und schön die Videokonferenzen, ne? Gut. Ich würde sagen, wir haben unser Team. Richard Rambonen, Dr. Michael Dawson, Monika Banz, Sondergaard, Frank Hitman Hennessy und Igor Dolvic. Jemand, der schleichen kann, werfen und lehren. Lehren-Experte, oh mein Gott, Messer und Lehren, toll, wir haben drei Lehrer am Start. Davon Quatsch gekauft. Und natürlich der Kollege, der ich bin. So, okay. Dann fangen wir an. Die stehen uns quasi jetzt 7 Tage zur Verfügung und dann können wir uns darüber entscheiden, ob wir den Vertrag verlängern oder eben nicht. Und jetzt geht's los. Jetzt können wir auch langsam mal diesen In-the-Middle-of-the-Screen-Modus beenden und in die Vorzüge der Stratzel-Heller-Engine kommen, die das Ganze gerade auf angenehmes HD-Ready, das heißt 720p auf 720p drückt. Full HD hätte ich auch machen können. Hätte man zwar auch machen können, Full HD, aber da sind die Menüs und der Computer und so derart klein, fand ich, dass ich gesagt habe, komm, HD Ready ist ein guter Kompromiss zwischen vergrößerter Spielfläche und dass halt die Sachen noch erkennbar sind. Wird allerdings über Alt F11 gestretched auf Full HD. Also das, was euch ankommt, ist ein Full HD-Signal. Optisch ist es ein HD Ready. Das nur für die technischen Details, bei der während hier noch abgesetzt wird. Die Augen offen. Meine Sensoren bestätigen Feinde in der Gegend. Seine Sensoren. Was ein Spinnensinn kribbelt. So, erstmal alle in die Knie gehen. Für alle den Stealth-Mode an. So ein paar Sachen habe ich noch drauf. Und dann schauen wir uns mal um. Wir haben Besuch? Ja. Ja. Geh mal bitte. Du brauchst nicht mehr schleichen, sie sind schon da. Geh mal bitte hier ins Häusereck. Und dann guckst du mal dahin. Oh, ich kann die ganzen Shortcuts noch. Ist das geil gerade? So, du kannst natürlich nicht schießen, also nicht zumindest nicht besonders gut. Okay. Deswegen setze ich dich auch erstmal neben die Tür. Du guckst nach da, falls einer ums Eck kommt. Hier. Du gute Meldrian. Also ich. Geh mal. Wie weit kann ich denn gehen? 90? Ich habe 23 Hitpoints. Okay. Du brauchst auch nicht mehr schleichen, ist auch abgefahren, der Zug. Alles klar. So. Du guckst nach da unten. Ja? The Medic. Okay. Geht mal nach hier vorne. Ja. Und Hitman schaut in die Richtung und beobachtet das Ganze. Und dann sind wir mit diesem Zug erstmal fertig. Die Grafik ist der Hammer. Die ist auch heute noch geil. Du musst dir halt vorstellen, früher war es halt 640x480. Und, ja. Das hatte ich mich gehofft, dass der den Block wegblocken kann. Sehr gut. Jetzt ist er bedingt durch diese Pistole natürlich überhaupt nicht in Reichweite. Aber vielleicht, man kann ja auch ein bisschen mehr zum Zielen benutzen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ach, Hitman. Ja, keine Dingspunkte mehr. Ja. Könner. Da ist der Nächste. Der sich direkt wieder verschanzt. Ja? 17 hat er. Tu dir mal selbst einen Gefallen, geh mal nur bis hier hin. Und dann schaust du mal nach da. Ja! Du bleibst da, wo du bist. Oh, scheiße, ey! Ja, super, sieht ihn ja, man kann ihn nicht treffen. Er guckt wahrscheinlich hier durch ein Fenster, irgendwie durch die Tür, durch die kaputte Hauswand, irgendwie sowas. Hier. So. Und bitte nach da gucken. Ja. Ja. Jo, May. Die guckt mal, die lunzt mal ums Eck. Da ist aber niemand. Igor. Da. Igor, mein Freund. Gehst du bitte an die Kante von Haus. Danke. Jetzt gehst du dahin und legst dich auf Boden. Warum kannst du auf mich schießen und ich nicht auf dich? Ich habe etwas gehört. Südwesten. Da. Südwesten, hier. Ja.
Hitman, wenn du möchtest. Das ist aber eigentlich Munitionsverschwendung. Geh mal einen Schritt nach vorne. Ja, Ace. Der Rest vom Schützenfest. Ja. Bin eigentlich eher der abwartende Typ. Aber ich denke. Sie robben. Ich denke, dass wir hier nicht groß die Wahl haben werden. Ja. Zwischenzeitlich. Als hier mal ein bisschen im Hornissennest herumzustochern. Scheiße. Kannst du ihm von hinten in den Rücken? Du kannst mit 8. Brauchst du zum initialen Zielen. Pass auf, dann hast du den ersten Schuss. Den machst du jetzt quasi locker aus der Hüfte. Kann man dieses Spiel noch kaufen? Ja, kann man. In der Tat, es kostet im Moment auf Steam 2,30 Euro im Sale. Bam, Alter. Und jetzt schafft es Bunz, diesem Menschen in den Kopf zu schießen. Wobei, der ist schon kritisch. Fall um. First Blood. Großartig. Großartig, ach, wie sie sich freut. Oh. Bei GOG auch. Ist bei GOG auch gerade unten? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, nee, hat nichts. Ich glaube, GOG, die wollten wahrhaftig 10 Euro haben oder so. Deswegen, da habe ich zuerst geguckt. Weil ich eigentlich gerne zusätzlich zu meinem analogen Datenträger, den ich leider Gottes in meinem Elternhaus rumfliegen habe, deswegen hatte ich keine Zeit mehr für, wollte ich eigentlich die DRM-freie Version von GOG haben. Aber, ja. Das war halt finanziell. Da war so viel Luft dazwischen. Da hab ich gesagt, ne, mach ich nie mit. Bin auch nicht Krösus immer. Da. Ja? Ja, sofort! So, ihr haltet da Stellung. Bunz hat eben geschossen. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch keinen von denen hier gesehen haben, werden in ihre Richtung laufen. Hier. Was es umso wichtiger macht, dass er zumindest mal grundlegend auf der Hut bleibt. Nee, bitte nach da schauen. Hier. Snackratte. Ja? MD! Oh, du hast mal einen 38er Revolver. Sieht Igor den auch? Nein. Ja. Nice. Und jetzt, El Doktore, verblüff mich. Weil du nichts kannst. So, dann leg dich bitte hin, sonst wird mir das hier zu heikel. Da. Und Igor, du darfst mal aufstehen. Vielleicht siehst du den dann auch? Nein. Siehst du ihn jetzt? Yes. Sweet. Sehr gut. Sehr gut. Ja, da. So. Da wird ein Text geschrieben. Stimmt, Sale ist vorbei. 8,69. GA Unfinished Business ist aber im Sale. Ja, das hatte ich auch gesehen, genau. Ich habe auch erstmal einen Moment gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass bei Jagged Alliance 2 Wildfire auf Steam das hier als Classic-Version inkludiert ist. Weil das Classic gibt es so in der Reihenform scheinbar gar nicht. Das kriegt man quasi als DLC zu Wildfire. Gibt es das hier dabei? Ja. Also die benötigten Spieldateien, die sich dann in Stracciatella mit einpflegen lassen. Da. Wo sind denn alle? Ja. Wir gehen da schon mal hin. Okay. Schauen uns das mal an. Ja. Ob das wertvoll ist? Ja, wahrscheinlich. Hier. Dahin. Ich will auch mal schießen, ey. Da. Wir können nicht mehr sie zu jagen, Ace. Wir machen einfach weiter, dann tauchen sie schon von selbst auf. Ja. Okay, wir werden gesehen. Brace yourselves, Winter Sale is coming. Ja. Was war denn, was ist denn gerade durch? Autumn oder Black Friday oder Cyber Monday? Irgend so eine andere Kackscheiße ist gerade erst durch. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ja? Ah, okay. Da. Ja? Das macht aber keinen Sinn. Ja.
da. Ja. So, die gute Boons kommt auch mal mit. Jawohl. Hier. Rücke. Alles klar. So, haben wir alle? Ja. Ja. Mordschütze. Ja. Da. Ja. Bleib schön hier, mein Freund. Jawohl. Da. Ja, gut. Ja, Ace. Der hat nichts dabei gehabt? Scheiße. Hier. Naja. Wie viel sind Schalldämpfer an dem Ding? Oh, schade. Gut. Ja? MD parkt. Ja? Ich mag das Geräusch von, wo es auch immer liegt. Westen. Das heißt hier irgendwo immer noch. Hier. Wenn man wenigstens sich umrundet. Verstanden. Taktisch schon mal sehr gut. Da. Trotzdem solltest du vielleicht in die Richtung gucken. Ja. Und du auch. Ja. Okay. Schweinscheiße. Ha, und schön unterbrochen wegen der Überflut an Actionpunkten. Oh, Igor, zeig mir, was du kannst, du Kampfmaschine. Nice. Und nochmal einen Kopf. Ah, super sexy. Kann man die Ansicht auch wechseln, also drehen oder so? In der Tat nicht. Das, was du hier siehst, ist alles, was du kriegst. Was sehr, sehr unangenehm ist, wenn du so Zwischenwände hast und versuchst dahinter Gegenstände oder sowas aufzuheben. Aber daran soll der Spielspaß nicht zerbrechen. Ich verspreche es. Alles klar. So. Ja. Ja, Ace. Ja. Ja. Jawohl. Ja? Mach dich mal nützlich. Nee. Okay. Haben wir noch jemanden aktiv? Da. Ja, gut. Objekt. 38er Moritz. Da. Unsere Arbeit ist unvollendet. Feinde haben sich unter Teppich vergraben. Ja. Okay. Da. Okay. Okay. Feind in Sicht. Das bedeutet Krieg. Gut. Den darf ich natürlich viel zu weit weg für. Grund genug, bis an die nächste Häuserecke zu rennen. Und die Blickwechsel zu ändern. So. Wo ist mein, der einzige Mann mit einer Waffe, die weiter schießen kann als 3 Meter? Alles klar. Komm ein bisschen näher ran. Komm mal. Ja. Ran. Jawohl. Ja. Bist du. Okay. Ja? Du stehst ja gut. Pling. Hier. Dann bitte. Ja. Ja. Sehr schön. Einen unmöglichen Schuss, aber wir haben es mal gewagt. Ah, oh, schade. Sehr schade. Hätte ja klappen können. Ja. Letztlich sogar. Schwach. Da. Kann ich danach noch wieder zurück? Wahrscheinlich, ne? Dann gehe ich wieder. Ja. Ja, Ace. Hier. Steh mal auf. Und irgendwie kann ich dir auch sagen, dass du rennen sollst. Ich weiß nicht mehr wie. Alles klar. Könnte einen Blick wert sein. Verstanden. Hier. Ich will auch mal jemanden umschießen. Hallo. Ha. Tschüss. Ihr schön taktischen Ecke gegangen. Hier. Ich sehe gerade. Ja. Und, du siehst den noch. Warum sagst du denn nichts? Ich will nochmal. Hier. Also, die bekämpfen sich quasi gerade beide jeweils mit Waffen, die wahrscheinlich für die Distanz
überhaupt nicht ausgelegt sind. Nee, das ist mir zu heiß. Ich gehe wieder weg. Igor! Wo bist da, du? Da! Komm, Unus-Eck! Darfst du schießen? Hast du gut gemacht. Sehr schön. Ja. Und Hitman darf sich weiter in Richtung Fight bewegen. Ja, Ace. Ja. Boons? Ich nichts kann treffen, Mr. Boons. Jawohl. Genau, gehen wir auf das Schussfeld. Das passt schon. Ja? Ach, du bleibst. Du machst Party da hinten. Das ist schon okay. Ja? Hier. Verdammter Mist! Oh. Da, da! Ja! Ja, Ace! Ja? Jawohl! Ja? Der MD. Ja. Das ist eine gefährliche Gegend hier. Jetzt aber, komm. Wisst ihr was? Sie sind alle hin! Sehr niedlich. Keine automatische Verpflegung notwendig, weil niemand verletzt. Ja. Grandios. Okay. Und das ist der kleine Paco. So, Buns oder Igor, schau mal, ob der was hat. Ja. Und Stissel. Die Fatima und der Pacos. Ja? Sieht's aus? Nein, hat auch nichts verloren. Tragisch. Wir hatten den höchsten Sozialskill. Musik ist überragend. Absolut. Der Soundtrack ist ganz großartig. Ich habe auch jetzt für meine Standby-Sequenz. Ich mache das gerade mal vor. Ich glaube, POS 1 war es. Moment. Habe ich die Melodie aus dem Laptop genommen. Also quasi diese hier. Weil die einfach cool ist. So, erster Sektor, genatzt. Wer von euch kann denn hier sozial was? Führungskraft. Ja? 52, ja. 4, 24, yeah. 43. Ja. Ja, mit 52 ist er schon relativ gut. Da, da. 4. Okay, dann lassen wir ihn reden. Oh, das ist Sprache. Ja? Ja. Ich weiß es nicht. Das Sprengstoff. Komm her, Hitman. Rede mit dem Kind, du alter Mann. Was soll schon schief gehen? Meine Mama hat mir verboten, mit Fremden zu reden. Ach ja? Meine Mama hat mir verboten, mit Fremden zu reden. Ja. Da läuft er weg. Typisch Kind. Und wir als alter Mann mit grauen Haaren laufen natürlich hinterher. Was soll schon schief gehen? Komm her, du Lümmel. Komm. Okay. Wir spielen Fang. So. Guten Tag. Sie müssen die Frau Mutter sein. Warum bist du hier? Ja, genau, mit 80% Rabatt. Das ist genau das. Das habe ich mir auch gegriffen. Wie konnte dich Enrico schicken? Er ist tot. Schon mehr als 10 Jahre. Du willst mir Glauben machen, du arbeitest für toten Mann? Ich schlage dir vor, du verlässt Omerta, bevor du selbst toter Mann bist. Die ist so böse zu mir. Dabei habe ich gerade alle bösen Männer erschossen. Hier. Aber alles wir sind klar. Ja schlau und haben einen Brief. Ups, wo willst du denn hin? Geben Brief da. Brief von Enrico Chivaldori. Er hat uns nicht vergessen. Nein, nein, nein. Nur wenig Leute wissen, dass er ist noch am Leben. Die meisten Menschen in Arulco denken, er würde vor langer Zeit ermordet. Wir hatten schon Hoffnung aufgegeben, jemals wiederzuhören von Enrico. Wer würde es glauben, dass wenn jemand lebt im Exil und Bequemlichkeit, er sich würde noch kümmern um dies elende Land. Nun gut, denn folge mir. Mache nicht schnelle Bewegungen. Männer von Miguel sind nervös. Du besser ihnen nicht provozieren. Dick Trenner hat uns über 2 Monate brutal bombardiert und angegriffen.
So. Alles klar. Die gehen jetzt zum Sektorenende. Das heißt, wir werden den zweiten Teil der zerstörten Kleinstadt Omerta, das Verstanden. Ist die Stadt aus dem Intro, vermute ich, Verstanden. Sehen. Ja? Ich guck gerade nochmal hier durch die Hütten durch. Da liegt ab und an mit etwas Glück nochmal was rum. Das muss nicht immer so sein. Aber es wäre schön, wenn es auch diesmal so ist. Eine Feldflasche. Okay. Nimm sie mit. Besser haben als brauchen. Ja. Ich hab's. Jawohl. Sehr gut. Hier. Alles klar. Ja? Okay. Ist nichts? Nein. Sehr, sehr schade. Okay. Gut. Da, da. Gucken wir mal hier drüben, ob irgendwas im Schutt liegt. Ja, okay. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie die Crew hier groß langweilen. Jemand hat was liegen lassen. Das ist das Stemmeisen, das habe ich gesucht. Classic ist das, was du hier gerade siehst. Ob das wertvoll ist? Ich habe es. Oh, eine Drahtschere, geil. Deswegen wollte ich hier nochmal so kurz rumcruisen, weil manchmal findet man dann doch Krams. Classic ist das, was du hier gerade siehst. Das hier ist Jack the Lions 2 Classic, also zumindest die Spieldateien davon, mit der Storyteller Engine. Und Wildfire ist ein quasi, ist ein darauf aufbauendes, Zusatzpaket, Add-on, wie auch immer. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht zu 100% auseinandergesetzt. So. Liegt da noch irgendwas drin rum? 4 Gegenstände? Oh ja, die Barracuda. Die kriegt. Ich habe keine Ahnung. Kriegt er mal mit ins. Du sollst nachladen, Jörni. Ach ja, die passt nicht. Ah ja, stimmt. Ich habe ja mehr Waffen genommen. 38er. Wer hat einen 38er? Du hast einen 38er. So muss das sein. Und einen Erste-Hilfe-Kasten kriegst du auch noch. Medizinisch, 17, das reicht für Erste-Hilfe. Und ein Wurfmesser. Ein blutiges, Gut. Dann alle Mann nach nebenan. Okay. Inzwischen. Oh, was ist das denn? Bug. Naja, egal. Ich will für Sie hoffen, dass Sie gute Neuigkeiten haben. Entschuldigt mein Eindringen, Eure Hoheit, aber eine unserer nördlichen Patrouillen ist überfallen worden. Es läuft? Ja, freut Elliot, mich. Die Schwachkopf. Wir haben die Rebellen in Omerta vernichtet. Was hat das zu bedeuten? Wie wir gehört haben, Eure Majestät, scheinen die Rebellen eine Art von Einsatzkommando von außen zu haben. Wir vermuten, dass sie mit dem Hubschrauber angekommen sind, den wir vorhin entdeckt haben. Einsatzkommandos? Was für Einsatzkommandos? Das und woher? Sie könnten angeheuerte Söldner sein, Eure Hoheit. Es waren nicht viele. Was? Woher haben die Rebellen das Geld, Söldner zu rekrutieren? Aber egal, ich will ihre Leichen zur Untersuchung haben. Die Rebellen scheinen den Überraschungseffekt zu ihrem Vorteil genutzt zu haben, meine Herrin. Sie haben uns geschlagen. Besiegt? Wir schicken Sie sofort meine Truppen dorthin. Ja, Eure Hoheit. So. Also, da wurde schon das erste Mal. Was ist los? Bin gut angekommen. Sehr gut. Da wurde schon das erste Mal eine Zwischensequenz getriggert. Die den Böse. Ja. Genau, ja, die Böse quasi gezeigt haben und wo ist denn Fatima? Ja, sehr gut. Jetzt ernsthaft, die noch im anderen Level? Boah, ist ja, sehr gut. Die ihn so alleine vorgehen lassen. Eigentlich müsste jetzt die Dame von eben. Ja, ganzer Trupp. Auch hier rumstehen. Nicht nur der kleine Junge. Ja, da. Verstanden. Ja, da. Verstanden. Ja. Die hat auf uns gewartet. Also los, Mutti. Wie gesagt, Hauptsache das Kind ist schon drüben. Wunder, dass der noch lebt. Wahrscheinlich lebt er genau deswegen. Ganzer Trupp, bitte. Jetzt aber. Ja, da. Das ist gut. Leiten Sie uns. Jawohl. Ja.
Ja? Ja, sofort! Da, da. Ja, gut. Ja. Alles klar. Okay. Ja? Okay. Nicht wundern, ich guck auch hier noch. Ja. Jawohl. Manchmal ist das doch. Jawohl. Ich meine, dass hier keine geladene 45 hier rumliegt, das ist doch, glaube ich, auch klar. Ja, alles klar. Aber hier ist so ein Brechbein, Werkzeugkoffer, so wie wir uns finden. Ja. Das ist nicht unbedingt unpraktisch. Ja. Ja, jawohl. Ja, alles klar. Ja? Aber ja, sofort. Nicht. Da, da. Okay. Da, da. Ja. Ich zähle nur vier. Ja, sofort. Und da. Igor. Okay. Warum habe du sie gebracht hierher? Sei nicht bei Trost. Frau, du bringst Tod über uns alle. Sie sind geschickt worden von Enrico Civaldori. Sie sind hier, um zu helfen, Dimitri. Sie müssen Miguel sprechen. Ich würde sie niemals hier bringen ohne Beweis. Ich nehme dich bei Wort. Aus Respekt vor deinem Mann. Wir gehen runter, aber du machst einen Fehler, Fatima. Du sterbe mit ihnen. Voll der Unsympath. Ich gebe mir heute noch die redlichste Mühe, seriös zu wirken und nicht wie ein besoffener Irre in der Kneipe rumzuwandern. Wir nicht bewegen und niemand müssen sterben. Fatima sagen, die wollen uns helfen. Sie sagen, sie hat Beweis, Carlos. Enrico hat Söldner angeheuert, uns zu helfen. Ich habe hier Brief für Miguel, unterschrieben von Enrico. Mit Einzelheiten, die nur er kennt. Über die Nacht, als wir ihm zu fliehen aus Arulco geholfen haben. Enrico Civaldori, sei verdächtig. Warum er würde tun dies? Auch ich habe Hoffnung. Lass mich sehen, diesen Brief. Hier. Es ist wahr. Enrico hat geschickt uns Männer zur Unterstützung. Im Namen der Rebellen und des Volkes von Arulco heiße ich sie willkommen. Wir dringend brauchen ihre Hilfe. Tetrana will tilgen Omerta von der Landkarte. Sie ist durch und durch böse, vom Teufel besessen. Das genügt, Teile. Unsere Freunde werden bald wissen, wie sie ist. Keine Sorge, Miguel. Du kannst dich voll auf mich und meine Fähigkeiten verlassen. Ich helfe dir und den Rebellen. Die gute Bunz. Ich habe letzten Monat verloren über 30 Männer. Diese Leute sind alles, was von meiner Truppe noch übrig ist. Aber ich habe noch ein paar Leute draußen auf dem Land, denen ich vertrauen kann. Das Volk von Arulco würde Tetrana mit Freuden stürzen. Aber die Leute haben Angst vor ihr. Das Recht, sie ist herzlos und brutal. Sie hat dieses Land seines Geldes und seiner Seele beraubt. Die Leute müssen das Gefühl bekommen, dass Tetrana besiegt werden kann. Das ist unser größtes Problem. Denn ohne Hilfe des Volkes sind wir auf verlorenen Posten. Uns fehlen Soldaten und Gerät. Sie kommen genau richtig. Uns auch fehlen Lebensmittel, Miguel. Wir brauchen sichere Route nach Drassen. Sonst noch mehr Leute werden sterben. Carlos ist mein engster Berater. Er hat recht. Normalerweise hat er immer recht. Die Route nach Drassen zu sichern und die Versorgung sicherzustellen, hat absolut Vorrang. Wenn sie Tetranas Armee zurückschlagen, gibt es in Drassen einen Priester namens Pater Walker. Er ist ein Säufer mit wenig Verstand, aber er wird uns helfen. Finden Sie ihn und erzählen Sie ihm nur das Nötige. Ich werde Leute schicken, die unsere Sache abholen. Mucha suerte und sagen Sie dem Pater, dass ich ihm sehr dankbar bin. So, kann man noch weiter mit dem Blubber? Wirklich schade, dass Sie nie erlebt haben, Arulco in seiner Hochzeit. Wir haben nicht mehr zu bereden. Oh, kann ich jemanden rekrutieren? Willst du mit mir mitkommen? Meine Kinder brauchen mich. Ach, ich kann Bock. Auf eine verzichten. Sie lernen schnell und kennen den Vater. Und ich glaube, er hat außerdem ein Auge auf sie geworfen. Okay. Ja. Ja. Ich bei Miguel bleibe. Er müssen entscheiden, was ich können für sie tun. Jetzt nicht seine richtige Zeit.
Ich werde gebraucht, in Omerta. Okay. Ira, meine Liebe. Hi, ich bin Ira. Ich bin vor 5 Jahren nach Arulco gekommen. Im Rahmen eines humanitären Hilfsprogramms. Ich habe bald festgestellt, hier ist nur eines nötig. Hilfe gegen Daedrana. Mit welchen Mitteln auch immer. Miguels Rebellen sind schon fast 20 Jahre zusammen. Sie sind vertrauenswürdig und loyal. Sie werden sie als einer von ihnen akzeptieren, solange sie nichts verkehrt machen. Die Rebellen widmen sich voll und ganz ihrer Sache. Leider sind nur wenige von uns übrig. Gut, ich könnte von Nutzen sein, wenn es um das Land und die Leute geht. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin kein Profi, so wie Sie. Ich kann nicht so gut schießen. Bei Miguel habe ich mich um die Verletzten gekümmert und Wache geschoben. Los geht's, ich zeige den Weg. Yay! Also, schon sind wir zu sechst. Der erste Trupp quasi voll. Ja, da. Wer von euch ist denn eigentlich der Stärkste? Kraft. Kraft 65. Ach, das geht ja gar nicht. Falsches Spiel. 76. 82. Gib das mal bitte den Igor. Da, da. Der darf auch Kisten öffnen. Hoffe ich zumindest, dass ich kann. Hm? Oh, charmant. Benzine. Hm? TNT. Ich hab's. Nee, mit, oh, sogar mit Zünder. Wicked. Ich hab's. Dankeschön. Okay. Wenn ich noch laden, oder wenn ich laden könnte, würde ich jetzt sagen, ich zeige auch mal, wie TNT funktioniert. Damit kann man nämlich die Landschaft, also Häuserwände wegsprengen und so Gestäße. Aber... Ja. Ja, gut. Ich brauche das noch. Ja. Wie gesagt, ich kann nicht speichern. Beziehungsweise, oder alles, was ich habe, hat, ja. machen kann, hat Konsequenzen. Ja. Und da habe ich gerade keine Lust drauf. Jawohl. Dann jag ich damit eher später irgendwie einen Panzer. Ja, sofort. Hier. Bevor ich das jetzt hier zu Demonstrationszwecken verheize. Da, da. Okay. Hm? Eine Feldflasche und eine weitere Drahtschere. Ich hab. Ja, gut. Hm? Ich hab's. Das sollten wir uns mal ansehen. Okay. Könnte einen Blick wert sein. Ein Stein. Oh, ein Stein. Alles ein Stein. Ja? Und? Ja, sofort. Stein. Harry Potter und ein Hier Stein. Hier ist es. Hier. Ja, das blutige Wurfmesser. Sehr gut. Ich hab's. Und Hier. Er hat den Stein. Wahnsinn. Ja, sofort! Gut. Ich hab's. Unsere erste Aufgabe ist es also, Drassen zu erreichen, um die Rebellen mit Nahrungsmittelvorräten zu versorgen. Die Rebellen, die wir völlig ungeschützt bei offenen Türen haben, stehen lassen. Aber gut, das ist ein anderes Thema und steht hier nicht zur Bewandtnis. Es ist also wirklich so, wenn man später kein Geld mehr hat oder irgendwas anderes Unvorhergesehenes passiert, dann könnte man alle gekauften unter Vertrag genommenen Söldner zurückschicken, um Geld zu sparen, und könnte wirklich nur mit Ira und dem eigens kreierten Charakter und anderen Leuten, die man auch weiterhin weiter anheuern kann, quasi das Spiel zu Ende führen. Aber es ist nicht einfach. Also ich würde behaupten, man ist auf die ziemlich heftig angewiesen. Der hat nichts. Wenn ich das Spiel demnächst selbst spiele, bist du schuld, Meldrian. Hab gerade Stracciatella kompiliert. Es wäre mir eine Freude, das bei dir live zu sehen. Oder im Streamingplan. Live ist immer so eine Sache unter der Woche. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich habe das Spiel vor 16 Jahren das erste Mal gespielt und... Der Sektor ist mit Blutmännern verseucht. Vielleicht und der Eindruck bleibt halt, ne? Damit sie wissen, was sie erwartet. Der gute Eindruck bleibt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, mit den Nachfolgeteilen habe ich mich wenig bis gar nicht. PC-Kampf, kurze Info. PC-Kampf ist das Dümmste, was ihr machen könnt, weil da werden eure Leute immer... Jetzt hab ich Bock auf Eis. Da werden eure Leute immer verletzt. Also zumindest minimal, immer. Es ist ganz selten, dass man aus dem PC-Kampf unverletzt hervorgeht. Und deswegen tut euch selbst den Gefallen, auch wenn es länger dauert, auf offener Fläche macht das Ding selbst. So, ich denke, das ist. Dann rücken wir
vor. Wir könnten jetzt natürlich auch geschlossen den ganzen Laden aus dem Weg gehen. Ja, aber da haben wir auch nichts von. Zu dumm für das Spiel. Ach, man muss schon, also man muss sich schon bis zumindest ein bisschen Gedanken machen, wie man das jetzt spielt. So ist es nicht. Fighting Sir, das bedeutet Krieg. So, IG, oh toll, er ist natürlich jetzt auf offener Fläche, ne? Aber er ist noch nicht gesehen. Ja. Und wo ist denn der Schütze, der ein bisschen weiterballern kann? Der ist natürlich ganz oben. Oh gut, ich habe mir selbst dahin gesetzt. Verstanden. Schon durchgehört. Ja? Aufstehen und nicht mehr schleichen. Schleichen kostet extra MP. MP? War das richtig? Ja. AP. Action Points. Du darfst aufstehen. Wir nähern uns zum Feind, den du jetzt auch siehst. Ja. Du darfst aufstehen. Blöde Männer, Ace. Da. Das wird hässlich. Warum sieht er denn jetzt auch? Das ist interessant. Na gut. Ja. Ira, meine Liebe. Aufstehen. Ist gut. Mit nach vorne kommen. Party ab. Du bist jetzt ein bisschen leiser geworden als die Musik. Oder ist es nur bei mir? Sekunde. Das kriegen wir gefixt. Das wollte ich nicht. Mach mal so. Dürfte besser sein, ne? Ich hatte eben schon gedacht, dass die Sprache... ja, es gibt so manche Musikstücke, dieses eine zum Beispiel, die unheimlich laut sind. So, da. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen ballern, sonst kommen wir ja hier zu nichts mehr. Jetzt, sind meine Leute jetzt noch unentdeckt oder nicht? Das wäre schon lustig, wenn ich jetzt einfach den nächsten Zug anstoßen könnte. Wir testen das. Da. Das ist ja großartig. Hier. Wer macht sich da noch Sorgen? Ja? Hören die nicht? Ja. Die bewegen sich doch laut. Total. So ist besser. Bestimmt nur, weil die Dramatik angestiegen ist. Ja, aber selbstverständlich. Ich meine, wir sind hier in einer lebensbedrohlichen Situation. Igor traut sich nicht weiterzugehen. Die nehme ich jetzt einfach mal so. Der hat Angst. Igor Chiss. Der ist vor Angst gebannt. Ja. Quasi. Ja? MD hätte ich gerne noch zwei, drei Schritte weiter vorne. Hier. Komm. Das ist wie im Leben. Du kannst nichts mitnehmen in die nächste Runde. So. Da. Okay. Nee. Unterbrechung. Warum? Ich will nicht schießen. Können wir das nicht ohne Gewalt lösen? Da. Irgendwie. Ja. 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 Ziel voraus. Das ist heute ähnlich. Und dann auch noch der Arzt. Ja. Hässlich. Da. Okay. Du musst einfach mal lernen. Also so ein Maisfeld ist echt geil, merke ich gerade. Ja? Wer weiß, vielleicht bringt's ja was. Da. Ah, jetzt haben sie. Ja. Habt ihr das gesehen, wer den Waffenarm gehoben hat? Die Sacknaht? Komm her. Bam! Oh. What? Was ist hier los? Ja. Kam da etwa ein Schuss aus dem. Oh Mann, ist deine echte Waffe echt so schlecht? Kam da etwa ein Schuss aus dem Maisfeld? Ah, nice. Das ist cool, ey. Yes. Ich muss mal dieses Fehlschüsse-Anzeigen ausstellen, das nervt mich so. Ja, toll. Danke. Ich glaube, das mache ich jetzt gerade. Ich bin jetzt schon hier auf den Sack. Wupp, wupp,
Fehlschüsse anzeigen. Wupp. Und was ich gerne hätte, habe ich gerade gesehen, ein 3D-Cursor. Das ist ein bisschen netter. Ja, genau. Ja? Ups. Oh, jetzt muss der natürlich seinen blöden Dings da. Ja? Diegel sie vom Planeten. Okay, du hast dich für entschieden, ihn vom Planeten zu diegeln. Ja. Hitman kann ich mehr. Da, da. Igor auch nicht. Ja. Und Ira ist immer noch am Ohr stellt. Okay. Und, oh ne, Ninja King kann sich mehr. Und Gegenattacke! Counterattack. Ich brauche Versteck. Oh, oh, scheiße. Das war entschieden zu knapp. Brauche Feuerschutz. Erb. Also die, das First Blood auf unserer Seite. Ja. Yeah. Tragisch, tragisch. Sehr gut. Super. Ja? Doktor, Doktor, ich habe ein ganz schlimmes Stechen im Bauch. Warten Sie, ich schaue mir das mal an. Ja. Komm schon, irgendjemand. Igor. Da, da. Geh mal einen Schritt nach vorne. Oh. Nice, der ist halt echt gut. Ja. Ne? Oh. Kelly Junge. Sehr gut. Das ist cool, Ace. Ja. Da ist der Feind. Ja, macht nichts. Wir stehen besser. So richtig können die aber nicht schießen. Nein, natürlich nicht. Weder der Feind noch ich. Das ist ja der Kniff an dem Spiel. Wer ist denn gerade? Du hast die Unterbrechung gekriegt. Du kannst auch nichts tun, außer dich zu denen hindrehen. Und dich vielleicht hinlegen. Da, da. Da, da. Nee, so richtig schießen, na klar, ist halt gerade am Anfang. Ja. Alle billig gekauft halt. Genau, dritte Reihe, nee, Stangenware. Alle nur Handfeuerwaffen und keiner hat einen Scope, keiner hat irgendwie Schalldämpfer oder Tagsichtgeräte gibt's ja auch. Also das sind quasi Sonnenbrillen. Ja, also das, die Professionalisierung kommt alles noch im Verlauf des späteren Spieles. Da darf man gerade noch nicht zu pingelig sein. Da, da. Erb. So. Wie benutze ich... Das ist alles schon ein bisschen länger her. Mach dich mal bitte selber ganz. Sei so lieb. Da, da. Ja, dass du mir den ganzen Teppich voll blutest, der ist neu. Ja. Ja. Das ist halt auf die Distanz. Ganze Ammo verpulvert ist. Ist es halt eigentlich eher so ein bisschen Munitionsverschwendung. Aber die Möglichkeit, die andere Variante wäre halt, dass ich einfach stehen bleibe. Ja? Und nix mache und dann, wenn er zuerst im Glückstreffer landet, habe ich halt das Nachsehen. Also wird weitergeballert. Die sehen mich nicht mehr. Hier. Wenn man überlegt, 1999 und so ein bisschen Maisfeldtextur hat schon gereicht, um den Gegner quasi so in die Irre zu führen, dass er einen nicht mehr trifft. Das ist schon cool. Nice. Nicht so nice. Aber ja? Ist okay. Gehst noch einen Schritt vor. Dann kannst du dich hinlegen. Top. Ja. Mein Profischütze. Ja, ist halt an einem Baum vorbeizuschießen. Ist halt, er ist ziemlich gut gedeckt an der Stelle. Da, da. Muss man einfach sagen. Deswegen nehmen wir jetzt auch unseren lieben Igor und setzen ihn mal ein paar Schritte nach da, der direkt gesehen wurde. Und deswegen können wir so viel eigentlich gar nicht mehr machen. Ja. Wir können höchstens mal einen Hitman nachladen lassen und ein bisschen ballern. Plonk. So, jetzt sind wir auch fertig. Ira verbindet sich noch. Ja, Assassin's Creed. Assassin's Creed ist ja quasi schon der Enkel von dem Spiel, wenn man die beiden überhaupt in Relation setzen kann. Das war entschieden zu knapp. Wann kam Assassin's Creed raus? Da, da. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. 2005 oder 8? Da spricht die absolute Unwissenheit aus mir, mangels Linux-Port. So, schon 5:10 Uhr? Da bin ich auch bald raus.
Nee, du sollst den Gegner nicht heilen. Er würde sich bestimmt freuen, aber... Hier, nicht lachen. Ich habe als Kind, war ich der festen Überzeugung, wenn ich jemanden in Grund und Boden baller und der bewusstlos am Boden liegt, das geht auch, und ich gehe dahin und heile den, dass der dann meiner Seite aus Dankbarkeit beitritt. Da war ich der festen Überzeugung, dass das irgendwie gehen muss. Ja. Unnötig zu erwähnen, dass es natürlich nicht geht. Aber ich war der festen Überzeugung. Ja? So, jetzt liegen die am Boden, ich lieg am Boden. Und wir kriegen alle nichts mehr geschissen hier. Ja? Die sehen mich nicht wegen Mais. Ich sehe die nicht wegen unfähige Schützen. Ah, okay. Nichts gesagt. Ja. Oh. Also die bluten. Die haben einen Schuss verletzt. Ja? Ja? Hier. Wenn die liegen, ist es nicht mehr möglich, auf einzelne Gliedmaßen zu schießen. Gute Nacht. Der ist jetzt... Der stirbt. Also der ist quasi bewusstlos. Und ich war der festen Überzeugung, wenn man die in dem Zustand heilt, dann helfen die einem. Weil sie dankbar sind. Mein 14-jähriges Ich lässt grüßen und lacht mich heute noch aus. Nice. Sehr gut. Mit Granate wäre schneller, schade, dass wir keine haben. Ja. Stimmt. Hat niemand von denen eine Granate? Außer die Vakuum von Ace? Ne, ich habe wahrhaftig keine. Und TNT-Pakete kann ich nicht schmeißen, das habe ich früher auch schon probiert, ist eine blöde Idee. Dann gucken wir erstmal, ob die Kollegen uns was Nettes zu Weihnachten mitgebracht haben. Jemand hat was liegen lassen. Eine Glock. Was ist das? Ein paar Munitionsballen. Ob das wertvoll ist? Weiß ich nicht, was liegt denn da? Ein paar. Ach, Schnelllader, okay. Nehmen wir gleich über das ganze Menü auf. Ach, müsst ihr jetzt hier in die Garage kommen? Ich wollte was Cooles machen. Ja, ich durchwühle erstmal euer Haus. Und einer von euch, Ira, durchwühlt die Scheune. Und Bunz, diese subtile, kleine Holländerin, die ist grundlegend böse. Denn die findet, diese Halle bedarf dringend einer Renovierung. Das kommt davon, wenn man versucht, meine Waffe neu laden. Benzin von mir zu verstecken. So, wenn ich kein Benzin haben darf, darf niemand Benzin haben. Hat überhaupt keine Konsequenzen jetzt. Völlig irrelevant. Aber ich dachte mir, ich zeige das mal, dass es durchaus Objekte in der Welt gibt, die mit dem Spieler interagieren. Wenn man nie quasi sich verschießt oder so. Also hinter einem Fass Deckung suchen in einem Kampf ist eine relativ doofe Idee. Und bevor ihr fragt, auch jetzt hier in dieses Haus reingehen und mit dem Brecheisen die Türen aufbrechen, das bockt die nicht. Das geht schon. Geld? Ja, nimm mit. Hab's. Wie viel ist denn? $50, yay! $50 haben oder nicht haben? Ja. Och, wo ist meine Wand? Alles weg. Niemand hat so ein Leben verdient. Wer weiß, vielleicht ändern sich die Dinge noch. So, es sind halt NPCs. Ich hasse Arulko. Tu mir nicht weh, ich will doch nur spielen. Verstande. Ich will doch nur spielen. Verstande. Ich tu doch nichts. Gut. Was sagt der Chat? Hast du aber nicht alles gesammelt bei den Toten, oder? Nee, habe ich noch nicht. Zerstörbare Umgebung. Manche Spiele haben das heute noch nicht mal. Ja. Ja. Nee, habe ich noch nicht, weil es gibt hier die Möglichkeit, das Inventar des ganzen Levels anzuzeigen. Und dann kann ich das bequem auf die Leute verteilen. So, hat jemand schon eine Glock? Dann hätte er jetzt gleich eine zweite. Ich muss gerade mal gucken, was besser ist. Der Barracuda. Schaden 24, Reichweite 13. Schaden 21, Reichweite 12. Die Glock ist blöd. Aber ich glaube, die Glock ist immer noch besser als Schaden 22, Reichweite 13. Ist die Glock so schlecht? Aber weniger AP halt, ne? Ach komm, du kriegst die Glock. Ansonsten... 38er Schnelllader, du kriegst das, du brauchst es eh nicht. Alle nochmal durchladen. Wer braucht denn das? Nur Igor? Ich könnte Igor zum Beispiel zwei Pistolen geben. Hat auch gute Laune. So. Ding.
So. Lass das. Ich hasse das. Hätten wir es auch. Hat jeder eigentlich einen EH-Kasten? Glaube ja. Außer Hitman natürlich. Hitman kriegt den Stein. Kriegt das Wichtigste. Gut, dann ist der Level leergeräumt und wir setzen unsere grandiose Reise weiter fort. Richtung Drassen. Das Flugfeld, ich gucke auf die Uhr, es ist 10 vor 10. Das Flugfeld wird ja, definitiv sofort mein letzter Kampf heute sein, denn da wird einer stattfinden. Hat nix. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir gerne geschehen, mach's gut. Wir ja, dass sie da ich schau sind. Gleich nochmal bei dir rein und wenn's klappt, bringe ich noch ein paar Leute mit. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Oder gleich. Je nachdem. Geh zu Sektor. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen Rückzug, dann gehe ich halt wieder zurück in einen anderen Level. Und da das ein Stadtsektor ist und ich nicht weiß, wie sehr der befestigt ist. Yo. Möglichkeit 1, ich gruppiere mich weiter unten, versuche durch den Haupteingang zu gehen. Möglichkeit 2, ich gehe nach hier oben und schneide mir ein Loch in den Zaun. Das ist genau das, was ich tun werde. Ja. Alle runter, alle schleichen. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit unnötig generieren. Mach mal auf. So. Großartig. Das hat nicht nur ich gehört, sondern auch alle anderen im Umkreis von 100 Metern. Dass da jetzt der Zaun kaputt ist, deswegen dürfte das gleich hier. Hier. Alles klar. Ja. Ich glaube, ich habe genug geschlichen. Ja. Nein, nicht alle. Ah! Ja. Nur er. Der Rest bleibt erstmal hier hinten. Sieht gut aus. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Jawohl. Erb. Ist gut. Ja. Ich bin Pablo Greco. Was willst du? Kannst du mal einen Kommandostream machen? Dafür müsste ich Kommandos erstmal besitzen und es müsste einen Linux-Port geben. Auch wenn das persönlich kann es mir noch egal so gut sein, läuft. Wer den Krieg gewinnt. Ich will mit nur meinen. Nicht, dass sie noch in der Nähe des Flughafens herumballern. Wenn wir mit dem Spiel durch sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier kommen und gehen jeden Kommandos. Tag eine ganze Menge Leute, weißt du? Ich kann nicht ständig auf deine Lieferungen aufpassen. Das heißt, wenigstens nicht für umsonst. Ah ja, ein Sympath. Was für ein Size-Typ. Ja. Kommandos waren nie so meins. Muss ich dabei auch sagen. Also, habe ich auch mal gehabt. Das habe ich mir irgendwann mal geholt über so eine Heft-DVD. Okay. Aber, ich weiß, es ist ein Klassiker, wird von vielen geliebt. Verstanden. Aber Geschmäcker sind ja bekanntermaßen verschieden. Also, ich konnte da nie so wirklich was mit anfangen. So, ich würde sagen... Ja? Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Alles klar. Hier. Sieht denn noch jemand? Oder sieht nur sie? Ja. Banz sieht ihn auch, okay. Würde ich sagen, Banz. Verstanden. Ja? Erb! Außer Reichweite, ja. Das weiß ich auch immer. Das weiß ich auch. Was? Der Distanz ist aber mutig mit seiner Krankheit. Man sieht, er hat eine Handpistole. Also das kann nicht so schwierig sein. Aber das ist natürlich jetzt doof. Weil sie kommt mit dem komischen Revolver natürlich auch nicht bis zu ihm hin. Das heißt, Rückzug, umdrehen. Den Feind näher kommen lassen. Was er natürlich auch sofort annimmt, die Einladung. Hier. Das ist jetzt auch der erste Level, in dem Zivilisten aktiv eine Rolle spielen. Ja. Da, da. Wo ist der Penner denn jetzt hin? Schweinscheiße. Okay. Ach komm, ey.
Ich wollte jetzt eigentlich hier nicht hier meine... Aber gut, jetzt sind die ersten Schüsse gefallen, da kommt eh gleich noch was angerannt. Ich wollte jetzt hier nicht meine Munition verschwenden, grundlos. Ja? Wäre ich mal nachts reingekommen. Wir hätten noch warten können, bis Nacht ist. Da. Und falls die Frage im Raum stehen sollte, ja, es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Nicht sehr geschickt, der Gute. Hier. Ah, jetzt wieder. Sitzt natürlich da jetzt wie so ein bisschen auf dem Präsentierteller, ne? Hinter seinem bisschen Baum. Hier. Nice. Sehr gut. Ja. Da. Igor, mein Freund. Sei so lieb. Sid Meier's Civilization 5. Das habe ich in der Tat. Aber da fehlt mir jede Spielerfahrung. Oh, nice. Ja. So mag ich das. Okay. Blöde Männer, ich. Dann bleibt man genau da liegen. Ja. Ist eh nicht geschissen. Ja. Ha! Da hatte ich drauf gehofft. Ich kann ihn zwar nicht treffen von hier, aber ich kann ihn zumindest stoppen. Eigentlich sollte er sich hinsetzen nach zwei Schuss, nach zwei Kugeln ihm in die Ohren fliegen. Aber gut, dann halt nicht. Ja, aber Sid Meier's könnte man mal reden, ja. A, besitze ich das? Glaube ich. V steht für 5, ne? Learning by doing. Und, ja, B, ja, A. Spricht eigentlich nichts dagegen. Wenn ich nicht irgendwie ganz akut irgendwas anderes Krasses auf dem Tisch liegen habe zu dem Zeitpunkt, dann, ja. Warum eigentlich nicht? Zumindest mal so ein, zwei Streams. Das dauert ja irgendwie auch eine Runde, dann 16 Tage oder so, ne? Das ist doch immer so langartig. Sehr nett. Sehr gut. Der gute Russe, ey. Ja. Kloppt der die Leute weg. Da. Hast du sogar noch eine ein Feld nach vorne robben? Hopp. Yep. Oh Gott. Ira. Tu es! Ja, okay. Danke für deine Mithilfe, Ira. Wie viel Schießen hat die eigentlich? 55. Ui. Gut, das ist in der Tat nicht so gut. Ja, hast du, hab bei dir geschaut. Männer, ich. Ah, okay. Dadurch will der mein Steam, ey. Frecher Typ. Yep. Ja. Ja, bitte. Aus der Entfernung kannst du halt echt mal auf den Kopf schießen, Junge. Nice. Da hab ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das funktioniert. Sehr gut. Klasse. Träume süß, du Schwein. Was? Schwein. Schweinchen. Ja, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm losgeht. Ich weiß, Igor ist eigentlich kein Zweihandschütze. Ja. Aber er hat sich heute gedacht, er vergisst diese Tatsache mal ganz fix. Ja? Und frech. Ja. Yeah. Du bleibst mal lieber da sitzen. Also ja. Yeah. Ja. Sieh mal zu. So, das war's mit der Funkanlage. Ende gelandet. Da. Gewehr muss nachgefüllt werden. Gewehr? Ja. Lol. Ein herzliches Lol. Okay. Was Iras Verletzung angeht, sehe ich gerade. Dieser Gesundheit 61 von 76. Man müsste quasi Pause machen, ihr einen Arzt beiseite stellen und sagen, heilen. Dann könnte man das wieder angehen oder könnte man sie versuchen zu flicken. Ja. Hier. Sehe ich aber im Moment nicht. Das Zeitfenster. Okay. Da habe ich aber tierisch Glück gehabt. Hier. Ja. Absolut klasse. Ganze Ammo verpulvert ist. Klick, klick. Sehr schön. Der stirbt vor sich hin. Das heißt, er hat jetzt mal wieder Ruhe.
Unsere Arbeit ist unvollendet. Ja. Feinde haben sich unter Teppich vergraben. Ja, ey, jetzt geht's los. Ah, jetzt warum liegt ihr denn alle da so blöd rum? Das ist ja furchtbar. So. Da bleibst du für diesen Zug. Ja. Können wir irgendwie so in 3 Schritte nach vorne robben. Okay. Ja. Du eigentlich auch. Aufstehen, umdrehen, hinlegen. Wie sich das gehört. Wie es jeder normale Mensch machen würde in einer solchen Situation. Hier. Hast du die Tür schon offen? Nein, hast du nicht. Gut, dann... Machen wir mal ein bisschen hier... Zwei-Fronten-Krieg, oder was? Oh. Oh. Hier. Ja. Da. Hit and Run ist übrigens eine sehr beliebte Taktik im Spiel. Für einen Schuss nach vorne kommen. Schießen, wieder verduften. War lange, lange Zeit ein ungepatchter Bug, dass sich Gegner, wenn man die quasi so vorgeführt hat, also wenn man nach vorne gekommen ist, hat geschossen, ist wieder weggegangen, dann haben die sich im nächsten Zug nicht bewegt. Da kam das Spiel nicht mit drauf klar, dass der Gegner die quasi theoretisch nicht mehr sehen würde. Ist aber mit Stracciatella eine der vielen Dinge, die behoben wurden. Oder dann auch später in der guten Klassik-Version. Da. Peng. Bunz, warum siehst du den nicht? Ist der irgendwo dahinter? Ja, wahrscheinlich... Ja, okay, das Ding blockiert. Aber dann kannst du auch nicht gesehen werden, von daher... Hitman! Ich habe ihn nicht wieder weggesetzt. Warum habe ich ihn nicht wieder weggesetzt? So, der stirbt auch. Scheiße. Mach dich mal ganz. Ja. Unsere Arbeit ist unvollendet. Hier. Feinde haben sich unter Teppich vergraben. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Kannst du noch anlegen? Wie, ich treffe den nicht. Ach, ich sehe den gar nicht mehr. Gut. Da. Ihr seht den? Nee, wen seht ihr? Ach, ihr seht den da oben, der da stirbt. Ja gut. Dann... Da. Wieder Wumpe. Da. Wir sollten bedenken, dass noch Feinde in der Nähe sind. Jojo. Schnell mal 2 Züge machen, fix. Ja. Okay. Ja. Da. Ja. Gut. Ja. Jawohl. Ja. Ja. Da. Ja. Gut. Ja. Ja. Da. Also da unten steht irgendwo einer, alles klar. Ja. Jawohl. Hey. Gut. Also da erholen die sich auch nicht mehr von, wenn die irgendwo rumliegen und stirbt. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten. Dann ist das Licht aus. Ja. Also dann stehen die nicht mehr von selbst auf oder so, da besteht keine Gefahr. Nice. Fenster kaputt geschossen und trotzdem getroffen. Wahrscheinlich ist das der Punkt, warum überhaupt der Treffer zustande kam. Wegen dem zerstörten Fenster. Verdammter Mist. Ja. Ja. Da. Daddy. Ja, ja, ey. Weiter nach vorne. Dankeschön. Ja. Also man hat dann im Laufe des Spiels immer so seine Spezialisten, die man dann nach vorne schickt, mit denen man halt die schwierigen Sachen macht. Sag ich mal. Mist. Daher nicht wundern, dass ich so 2, 3 Leute halt einfach hinten stehen lasse, weil das überhaupt keinen Sinn hätte, die jetzt vorne mit... Die werden nur Kanonenfutter, die würden nur in der Flugbahn rumstehen. Später, wenn es dann auch darum geht, was irgendwie eine starke Überlegenheit des Feindes, also männertechnisch gegeben ist, dann klar, kommen die mit nach vorne. Ja. Da zählt jeder Schuss. Ja. Aber jetzt gerade am Anfang wäre es halt nicht so sinnig. Ja, ich wollte da auswählen. Ah.
Da, da. Ja. Okay. Hitman jetzt natürlich auch leicht angeschlagen durch den Treffer. Nicht mehr ganz so viele Action ja. pro Folge, pro Zug. Hier. Gefallen, steh mal auf. Verdammter okay. Mist. Nice. Super. Gut, dann kannst du sitzen bleiben, kannst ein bisschen Wache schieben. Aber komisch, dass sie ihn nicht gesehen hat. Hier. Sind natürlich an die Realität angelehnt überhaupt keine Distanzen, ne? Ich meine, das sind 30 Meter. Natürlich sehen die sich. Die könnte auch sehen, wer hier rumspringt und da und überhaupt sowieso. Aber es ist ja nur ein Spiel. Deswegen sind wir da jetzt mal nicht so. Ja. Wir nehmen das einfach mal hin, okay. dass die hier eine Sichtweite von 10 Metern oder so haben. Ja. Das waren sicher noch nicht alle von Date Runners Männern. Guten Tag, Waldo. Ja, Ace. Guten Tag, gesund, gesund. Da komme ich noch nicht rein. Ja, Ace. Fenster gibt's keine. Sonst hätte ich mich dann ins Fenster gesetzt und rausgeguckt. Rausgelugt. Hier. Ich denke mal, wir werden mal das nächste Alles klar. Gebäude uns ansehen. Vielleicht können wir hier über das Fenster ein bisschen rausballern. Hier gibt es ein paar die Wachpost an der Tür. Alles klar. Zu bereinigen. Zielobjekt in Sicht. Und noch einer. Zielobjekt in Sicht. Shit. Okay. Und die Tür wieder zu. Und schon sind sie wieder weg. Aber wir wissen jetzt zumindest, wo sie sind. Und ich sollte mich ohne weiteres unten ans Fenster stellen können und ein bisschen rumballern können. Verdammter Mist! Sicht. Zielobjekt in Sicht. Scheibenkleister. Mit ihm alleine. Ah! Scheiße. Er steht für Run. Nicht für Reload. Und er sieht mich. Oh, schade. Yeah. Gott, hab ich ein Glück. Ich dachte jetzt, ich verliere ihn. Run, Forrest. Verdammter Mist. Oh, 4 Leute noch. Ah, geil. Es gibt ein Lern. Das wusste ich gar nicht. Es gibt ein Lerndings. Eine Lernkurve. Okay, sehr nice. Wenn ich da sitze, sehe ich genau noch einen. Und der Rest vom Schützenfest macht gerade blau. Den ich natürlich nicht treffe und weiter ja. niederknien kann ich mir nicht, ne? Da, da. Aber dann wissen wir zumindest, wo wir hin müssen. Ja. Beziehungsweise, wo die Party abgeht. Ja, Ace. Ja. Das ist freies Feld. Das ist richtig kacke. Also am ehesten hat er noch eine Chance hinter den Bäumen. Da, da. Okay. Ja. Sie sitzt da jetzt einfach mal so. Ja? Okay. Mediziner mal nach vorne holen. Okay. Mal nach vorne holen. Hab ich alle? Ja. Gut. Oh, oh. Oh! Ja. Eine Flucht. Ein taktischer Rückzug. Okay. In der Hoffnung, dass niemand hinter den Zaun sitzt. Da, da. Ja, gut. So. Ja? Okay. Yeah. Also Rennen auf dem Schlachtfeld ist, natürlich kommt man super von A nach B, ist aber, man wird ständig unterbrochen und also durch die Späße. In dem Moment hat der Gegner die Möglichkeit, den Spieler zu unterbrechen, weil der halt sehr, sehr unaufmerksam ist beim Rennen und ihn quasi im zu überraschen, wenn er ihn zuerst sieht. Das ist ganz schön nah. Das ist nicht mal mehr im außer Reichweite-Bereich. Yeah. Grund genug, das Folgende zu tun. Sehr charmant. Super. Ja, es ist eben eine MP5 und kein Revolver. Nein, verdammt! Hör auf, R zu drücken! Sagt er sich selbst. Hier. Ja. Okay. Sehr gut. Ja? Wenn der den extrem viel Schutz gebenden Fahnenmast oder Flugmast oder was auch immer das ist. Ja. Blöde Männer, Ace. Sag ich doch. Aber wenigstens hat er jetzt ein Medikit in der Hand.
hat er wenigstens jetzt ein bisschen Deckung. Da, da. Und ich denke mal, ihn werde ich gleich hier hinsetzen. Und dann ist das gut. Gut. Er hat... Da, da. Ich bin mir nicht sicher, ob er die hier oben gesehen hat. Sehr nett. Da, da. Okay. Nein, du sollst ja auch dich zu ihm umdrehen. Achso, du bist schon ausgerichtet. Na gut. Da, da. Wer kriegt den Kill? Hitman oder Igor? Igor. Gut, Hitman. Ja. Das ist cool, ey. Okay. Da waren es noch zwei, wenn ich richtig zählen kann. Ja. Hier. Okay. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie weg sind. Wo bist du denn? Ja. Da, da. Okay. Find ihn, Sir. Das bedeutet klar. Da vorne Lichter. Ja, Ace. Da, da. Feind der Heu. Scheiße. Hier. Die gucken natürlich nach ihm hier, ne? Das heißt, den soll ich dann auch tunlichst gerade nicht in die Flugbahn bringen, weil die... Ich könnte mir vorstellen, wenn ich ihn jetzt hier zurückgehen lasse, den Rücken zu den gekehrt und unterbrechen die ihn im Zug und fangen halt an zu ballern. Wäre weniger schön. Ja. Boons. Meine liebe Boons. Komm mal, bitte. Jawohl. Rüber. Ja? Und du? Ich weiß nicht, was du machst. Du siehst einfach nur gut aus. Ja, dahin. Sofort. So. Oh, shit. Sie haben ihn gesehen. Und sie sind feige. Ja? Da, da. Igor! Double Barracuda Action! Ja. Nochmal. Gewehr muss nachgefüllt werden. Igor, ich bin entsetzt. Lauf, ja, Andy! Oh, oh. Ja, jetzt ziehst du durch. Zieh voraus. Nicht gut. Hier. So. Ich tue, was ich kann. Ah, Level up. Da. Einen auf Treffsicherheit gekriegt. Sehr geil. Auch das geht in dem Spiel. Also man hat nicht finale Werte, sondern... Sehr gut. Im Laufe des Spiels steigt man quasi immer weiter auf und verbessert die Fähigkeiten. Alles andere wäre doof. Ich meine, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als Training. Man kann sogar die Leuten was beibringen. Also man kann die auch aktiv unterrichten in der Fähigkeit. Sei es jetzt tauchen. Nee, tauchen geht nicht. Also, ihr versteht schon, was ich meine. Ich will keinen durchlöcherten Igor. Ich will auch keine durchlöcherte Ärztin. Keinen durchlöcherten Arzt. Das wäre beides blöd. Hier. Das bringt nichts. Ja? Hier trifft ihn der. Geht trotzdem mit rein. Das sind Ärztchen. Ich werde bescheuert. Mist. Der liebe Arzt trifft auch mal was. Oh, sehr nett. Das ist cool, ey. Sehe ich ähnlich. Der sieht den Sterbenden, das macht keinen Sinn, da jetzt hinzuschießen. Ja. Boons, bist du? Jawohl. Ja. Ja? Hier. Sieht er den nicht? Nein, nicht rennen. Lauf mal wieder normal. Was ist die Renntaste? Nicht. Auf zu rennen! Es geht schief!
Da. Normal gehen. Danke. Ah, das habe ich gesucht. So, da wollte ich hin in die Position. Mit 10 kann ich zielen. Weil ich mit einer in die Knie gehen muss. Gucken, wer sieht ihn noch? Erb! Okay. Erb. Feigling! Sacknaht, kommst du wieder her? Sonst schicke ich dir den tödlichsten Arzt der Welt. Gibt's doch nicht. Ja. Jawohl. Ja. Okay. Sehr schön. Ja. Irgendwo sitzt noch eine von den Kackbacken. Nicht die Ruhe verlieren. Hier. Ist der hier in das Haus? Sehe ich den, wenn ich mich da hinstelle? Ne, scheinbar nicht. Okay, dann gehe ich raus. Ja? Ja. Da, da. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie weg sind. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt zieh's durch, Mann. Verdammt! Ja! Ja? Okay! Ob das wichtig ist? Ach, finden wir raus. Ja? Das finden wir raus! Verstanden! Die Leute auch niemals zu nah beieinander sitzen, weil es ist natürlich klar, wenn einer nicht schießt, wenn einer auf Person B zielt, die neben Person A ist, dann wird Person A im Kreuzfeuer getroffen. Karte. Gut, wir haben alle ins Jenseits. Puh! Da gehöre sie auch hin. Alle erledigt, Ace. Sehr nice, meine Lieben. Ja? Dann würde ich sagen, wir haben es jetzt 20 Uhr, 22.17 Uhr, das heißt, ich habe um 17 Minuten überzogen und vor allem ist der Hartnix seit 17 Minuten on the air mit Crew heißt oder so ähnlich. Okay. Und da würde ich euch jetzt auch einfach ganz hinschicken. Das ist der kleinere kommerzielle Flughafen von Arulku. Hier lässt sie dauernd irgendwelche Sachen ein- und ausfliegen. Und einer von ihren Totschlägern überwacht das Ganze. Mann, den würde ich gern totschlagen. So. Also, ich werde hier speichern, beziehungsweise das Spiel beenden wir hier. Ich schicke euch noch kurz rüber und sage tschüss. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht das gut, haut rein. Followed me, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und wann es weitergeht. Und, Dignity Inside, sehr, sehr gerne. Habe ich wirklich gerne gemacht. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder dabei. Ich würde mich freuen. Also, haut rein.